Erklär mir das mal bitte. Bruder, es gibt mehrere Definitionen. Guck mal, die Bibel definiert einmal, was ein Gesandter ist, und einmal den Koran. Die sind sich zwar ähnlich, aber ich möchte von einem Muslim erstmal aus islamischer Sicht erstmal definiert bekommen, was ein Gesandter ist und was der Unterschied ist. Das wissen die gar nicht. Sie wissen nicht mal, was der Unterschied zwischen Seele und Geist ist. Aus Koran. Die wissen das gar nicht. Der eine sagt, nee, Ruh ist das, nein, Nefes ist das. Weißt du noch, wo du mal mit einem geredet hast? Ja. Bruder, der wusste nicht mal, was was ist. Der will dir was erklären, was er selber nicht wusste. Ich war leider unterwegs, ne? Ich bin durchgedreht. Ich so, das gibt's doch gar nicht. Er ist sogar Araber. Ein Araber weiß nicht, was der Unterschied zwischen Nefes und Ruh ist. Wusste er nicht. Er hat die total verwechselt und wusste nicht, was was ist. Ja, das ist doch das Gleiche. Peinlich, dass ein Nicht-Araber einen Araber und Muslim noch da erklären muss, was Geist und was Seele ist, aus Koran, aus Islam. Was für ein Armutszeugnis, Bruder. Das ist ein Armutszeugnis, wenn die so hochmütig reinkommen, dir als Nicht-Araber, als Nicht-Muslim was erklären wollen, und dann kommst du und sagst, nein, 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 Habibi, stopp, es ist so und so. Und er denkt sich so, nein, da, nein, 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 nein. Bruder, sei nicht hochmütig. Google doch selbst, recherchier doch, informier dich. Und die blamieren sich, Bruder, jedes Mal. Und ich bin ehrlich, es tut mir sogar weh, weil das sind auch Menschen, Bruder, weißt du? Das sind auch Menschen. Das sind auch Menschen, Bruder, und ich glaube ihnen sogar, dass die eigentlich an den einen Gott glauben. Eigentlich, Bruder, sind das keine Muslime. Das sind eigentlich Monotheisten, einfach nur Monotheisten. Sie gehören eigentlich nicht zum Islam. Weil wenn du einen Muslim fragst, dann Allah hat ein Schienbein, einen fliegenden Schienbein, zwei rechte Hände und bla. Nein, 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 nein. Ich glaube an Allah, das ist einer und das war's. Bruder, sie reden immer nur von einem Gott. Also, sie sind im Prinzip, sie gehören einer monotheistischen Glaubensrichtung an, aber was genau, wissen die auch nicht. Bruder Abu Khanjar, weißt du, dass sie mehrere Götter laut Koran haben? Ja. Weil, schau mal, wenn ich jetzt sage, ne, kann man mich hören, weil ich liege Ja. unterm LKW. Ja. Wenn ich jetzt sage, dass die Hand von Allah lebendig wird, ist die Hand von Allah Gott? Die Hand von Allah ist auch Gott. Ist so oder ist es nicht? Sag ich was Ja, weiter. Okay. Okay, laut Gelehrten ist die Kaaba die rechte Hand von Allah. Und wer die Kaaba küsst, küsst die Hand von Allah. Wer die Kaaba schüttelt, schüttelt die Hand von Allah. Und richtig. es gibt auch Hochgelehrte, zum Beispiel auch die Gelehrte, der Lehrer von Ibn Taymiyyah und so, die sagen, Allahs Attribute muss man wörtlich nehmen. Man darf die nicht metaphorisch nehmen. Also ist die Hand von Allah, also haben sie schon mal einen Gott im Himmel, Allah, und einen Gott auf der Erde, die Kaaba. So, aber dann, laut Sure 68, Vers 1, wird die Erde von einem Wal getragen. Und Allah schwört auf diesen Wal. Das heißt, wir haben hier etwas, was höher ist als Allah, also haben wir schon mal den dritten Gott. Und ich kann das jetzt so weit führen, dass wir eigentlich im Islam überhaupt keinen Monotheismus haben. Ich habe den nirgendwo gefunden. Bruder, 100%. Von welchem Monotheismus? Und dann haben wir einen Allah, der nichts kann. Beweis, guck mal, es gibt keine einzige Überlieferung aus 700 Hadithen, wo irgendjemand zu Mohammed gegangen ist und Mohammed hat gesagt, bete bei Allah um Heilung. Also kann Abu nichts, Majin, komm mal nur hoch. Kamelurin. Bruder, wir fragen jetzt mal Abu Majin, aber wirklich mit Respekt. Abu Majin, bitte komm mal kurz hoch. Komm mal kurz hoch. Wir fragen ihn ganz normal, Bruder. Ich habe wirklich ein paar Fragen. Ich will nur gucken, ob er das weiß. Es geht nur um den Tauhid, Abu Majin. Komm mal hoch. Genau. Aber ich habe mal eine Frage zum Wal in Sure 68, Vers 1. Ein Wal, da kommt doch was raus so oben, ne? Da kommt auch Ja. Wasser raus. Was passiert? Die Erde geht weg, Bruder. Leute, Bruder, und ich habe das Buch von Ibn Abbas zu Hause, ne? Ich habe das Tafsirbuch von Ibn Abbas zu Hause. Das steht auch genauso im Tafsirbuch drinne. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ibn Abbas hat das nicht erfunden. Ibn Abbas ist zu einem Hadith von Mohammed zurückgegangen, wo Mohammed das selbst gesagt hat. Also nichts mit Ibn Abbas seine eigenen Interpretation. Nein, Ibn Abbas bezieht sich auf Mohammed und ich habe die Quellen. Also, und das steht auch genauso im Buch und das ist keine Fake-Übersetzung. Wie gesagt, ich habe ja das Buch zu Hause. Extra gekauft, nur für diesen Hadith. Bruder, du bist sowieso heftig. Ich bin ehrlich zu dir, du bist richtig heftig. Oder Ohne meine Scheiß. also. Vor dir kann man nicht flüchten. Ja, Leonardo, Gott segne dich. Gottes Segen, Leonardo. Du wolltest eine Frage stellen, ne?
Leonardo DiCaprio. Leonardo, du kannst. Guten eine Minute, bitte. Alles gut. Boss, guck mal, Boss Alpha lacht weiter. Irgendwann werdet ihr sehen. Boss Alpha, nein, nein, nicht wer werden sehen. Wir werden jetzt sehen. Kommt doch hoch, dann zeig uns das mal. Was werden wir sehen? Aber da hat nicht mal so viel Follower. Ach, bleib unten am besten. Fake-Account, ja. Ja. Traurig, Bruder. Ich finde das sehr, sehr traurig. Also, die können immer nur sagen, ja, wir werden uns hier in Yom al-Qiyamah. Habibi, wir werden uns in Yom al-Qiyamah gar nicht sehen. Wir werden uns gar nicht sehen in Yom al-Qiyamah. Wir nicht. Christen und ihr, wir werden uns nicht sehen. Wir werden bei den Herren sein, schon vorher. Wir werden uns gar nicht sehen, mein Freund. Die denken, wir sehen uns in Yom al-Qiyamah, Bruder. Wir stehen alle da vor Gott, ja, Mann, du kommst in den Himmel. Nein, Mann, ich, Bruder. Nein. Wir werden uns nicht sehen, Bruder. Xing Shang Shang, Bruder. Xing Shang Shang, genau. Wer Wer kriegt die Huris, Bruder? Bruder, ich höre das jedes Mal. Die denken, wir werden. Ja, natürlich, Abu Majin. Die denken, wir sehen uns an Yom al-Qiyamah, werden wir uns sehen. Nein, Habibi. Wir Christen und alles andere, andersgläubig, wir werden uns nicht sehen. Wir werden schon bei dem Herrn sein. Ihr werdet alleine dastehen mit den Götzendiener, mit den ganzen Kuffar und den ganzen Ungläubigen. Ihr werdet euch sehen. Ihr werdet Jesus als Richter begegnen. Wir nicht, weil wir haben ihn als unser Anwalt. Das ist der Unterschied. Wir Christen und ihr Ungläubigen, wir werden uns nicht sehen am jüngsten Tag. Ihr werdet euch sehen, gegenseitig, genau. Jeder wird den Finger auf den anderen zeigen. Ja, du Götzendiener, du wirst jetzt, Gott wird dich jetzt bestrafen. Der Götzendiener wird sagen, du auch. Und sagen, nein, du. Ihr werdet euch streiten. Ihr macht Ching Chang Chong miteinander, genau. Wir nicht. Gottes Segen. Gottes Gutes Segen. Segen. Gepriesen sei der Herr, der uns erlöst und uns in die Ewigkeit führt. Amen. Ich habe eine Frage an euch in der Bibel, weil ich verstehe das nicht. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Wir versuchen es. Wer? Hört mich? Und zwar, es geht da um die letzte Stunde. Und der Herr, also da habe ich einen Psalm gelesen. Warte mal, ich muss das kurz aufschlagen, ja, ich muss das kurz suchen. Ich finde das so schön, wenn Christen zu Christen gehen, um Antworten zu bekommen. Ich sehe manchmal Christen, die gehen zu Muslimen hoch, um Bibelfragen zu stellen. Wo leben wir denn eigentlich? Meinst du jetzt irgend so was mäßig Brutales oder so? Nee, nee, ist nichts Brutales. Das ist nichts Brutales. Das ist einfach nur, ich finde das gerade nicht. Das ist, es geht da um die Ewigkeit und der Herr sagt irgendwie, dass nur 100, also in der letzten Stunde, dass nur 144.000 Menschen, ja, halt Ah, erlöst das werden steht in und Offenbarung. ja, in der Offenbarung steht das zum Beispiel, ja. Und ich wollte fragen, stimmt das, dass das also wirklich dann nur in der letzten Stunde, dass nur 144.000 Menschen hochgehen oder ist das für irgendwas anderes dann gemeint mit den 144.000 Menschen? Meinst du jetzt 144.000, dass die nur die in den Himmel kommen? Ja, genau. Also das ist falsch. Soweit ich weiß, bezieht sich das auf die Stämme Israels. Von denen kommen 144.000, soweit ich weiß. 4 Euro. Das Ja, bezieht sich nicht auf genau. alle Menschen. Dass alle Menschen sozusagen, dass alle Menschen zusammen 144.000 Leute in den Himmel kommen, von den Milliarden Menschen hier auf dieser Erde. Nein, nein, das bezieht sich auf die. Was ist denn der Vers? Ich weiß ja nicht. Soll ich mal kurz vorlesen? Ja, gerne. Also das ist in der Offenbarung Kapitel 14 von, ich glaube, Vers 1 bis 2, ich lese mal vor. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und
und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Ja, das war dann nur Vers 1. Achso, guck mal, das bezieht sich halt nicht darauf, dass diese Leute nur in den Himmel kommen, sondern dass diese Leute, da steht ja das Lamm und sein Gefolge. Dort steht ja nicht, dass nur die in den Himmel kommen. Das bedeutet einfach, dass die mit dem Lamm sozusagen kämpfen gegen den Satan. So. Was mit Jesus? Ja, okay, jetzt verstehe ich. Aber sollte sich auch auf die Juden beziehen, wie hier unten geschrieben steht, auf die 12 Stämme. Genau. Alles klar, dankeschön. Okay. Ciao dann, ne? Jo, ciao. So. Gott segne. Gottes Segen, ach sorry. Also. Oh, der Chief der Mordre, wer hat mich hier reingemacht? Aus. Tomalan, komm gerne hoch. Ihr habt alle keine Ahnung von der Bibel. Achso, dann komm hoch und erklär uns die Bibel. Erklärt uns mal die Bibel. Dann guck mir mal, wenn biblische Fragen gestellt werden, wie gut du antworten kannst. Könnt eure Schrift nicht mal. Ich bin Orthodoxen. Ich check mal schon, Leute. Wie gesagt, ihr könnt gerne eine Anfrage stellen. Wir können respektvoll miteinander reden. Manchmal bin ich auch verwirrt bei diesen Leuten. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Oder ich gehe erstmal runter. Also wenn jemand fragt, warum Jesus auf Toilette geht, ich würde gerne hochkommen, Bruder. Okay, gerne. Dann hole ich dich. Gott Gott Segen. Lern Deutsch. Ich soll Deutsch lernen. Ich denke, ich bin der deutschen Sprache schon sehr vertraut. Tippt auf den Bildschirm. Tippt auf den Bildschirm. Ah, er hat uns gestern auseinandergenommen. Ah, deswegen hat er mich auch rausgeworfen. Mich richtig auseinandergenommen. Achso, ja, Bruder, das stimmt. Ihr seid so feige, zeigt doch mal eure Gesichter. Ja, ja. Kommt gerne hoch und wir reden. Kommt gerne hoch. Ihr sagt ja mal, die Trinität ist sehr, sehr schwer, beziehungsweise halt einfach unmöglich zu verstehen. Dann kommt mal hoch und erklärt mir den Tauhid. Ich würde gerne wissen, ob ihr überhaupt den Unterschied zwischen 1 und 1 erkennt. Ich sehe echt keinen Sinn, mit euch zu sprechen. Lebt ihr eure Religion wie unsere? Wieso macht das keinen Sinn? Wir sind doch friedlich. Wir beleidigen hier niemanden. Wir beleidigen hier doch niemanden. Wir beleidigen hier doch niemanden. Ihr könnt gerne hochkommen und wir können immer respektvoll miteinander reden. Ja, nächstes Mal, ich mache ein Plakat von Tauhid und ich blende das hier ein, was Tauhid wirklich heißt. Ihr kickt aber einen raus. Wir kicken nur raus, wenn die beleidigen oder unnötiges Zeug labern. Wenn die sachlich mit uns reden, tun wir das nicht. Wir kicken keinen raus, wenn der sachlich mit uns redet. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das machen wir auch nicht. Die wissen ja immer, was Tauhid ist und greifen die Trinität an. Ich bitte euch. Ihr greift die Trinität an, aber weißt nicht mal, was euer Gotteskonzept besagt. Was, wieder Atheisten oder was? Genau, wer beleidigt, der wird gekickt. Like den Stream auf jeden Fall. Whiteboard. Da mache ich auch so ein Whiteboard. Hier. So. Hi, grüß dich. Grüß dich. Ja, ich wollte mal fragen,
Kennst du den Ursprung von der Trinität? Den Ursprung von der Trinität? Ja. Was meinst du mit Ursprung? Ja, wie das zustande kam, dass die Trinität eingeführt wurde. Ach so, irgendwie so in so einem Konzil wurde die erst erfunden, ne? Richtig, genau. Und wann war das und von wem war das? Ach so, Konzil, ich weiß, was du meinst. Also du sagst, also da wurde die Trinität erfunden, ne? Ja, also die Trinität ist ja erst sehr später entstanden. Okay, sehr gut. Erklär mal, wie ist die denn entstanden? Also wie weit ich weiß, ist, kennst du das Justinianus-Konzil oder das Justinianus-Gesetz? Ja, ja, erklär mal. Genau, also die Trinität wurde damals von der Kirche, vom Vatikan, mit viel Brutalität in die Welt gerufen. Und da gab es ein Gesetz, jeder, der nicht an die Trinität glaubt, das ist das Justinianus-Gesetz, kann jeder nachlesen, der wird dann getötet. Aha. Ach so. Ja, also sehr, sehr schlimm wurde das durchgesetzt von der Kirche, also eine kleine Minderheit hat dann die Mehrheit so gesagt unterdrückt und die dann dazu gezwungen, die Trinität, an die Trinität zu glauben. Ja, und das finde ich leider nicht so gut. Das ist der Koranit, Grund, warum, ich höre dir gerade zu, ich informiere mich auch gerade über Christentum. Erzähl mal weiter, das ist sehr, sehr interessant. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Mal zugucken, was er sagt. Ja, weil ich, bin selber Koranit und Evangelit. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Koranit schon, also. Also Koranit ist jemand, der ist Moslem, aber Moslem, der nur an Koran glaubt. Also nicht an Hadithe, also diese ganzen anderen Lehren, wo da steht, du kannst Kamel und so weiter. Nein, 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 nur über das Ganze, was du gerade gesagt hast. Ja, und jetzt komme ich weiter. Ja, jetzt komme ich bin ja auch Evangelit. Evangelit ist jemand, der glaubt an Jesus, aber nicht Jesus als Gott, als Trinitätsgott, sondern als messianisch. Also messianischer, das bedeutet, dass Gott in ihm gewohnt hat und zu den Leuten geredet hat. Also teilweise. Nicht jetzt zu 100%, sondern es gab einen Wechsel zwischen Jesus und Gott selbst. Achso, er hat mal so geswitcht. Also einmal spricht er Jesus und einmal Gott. Also es ist wie Beyblade oder wie. Einmal dreht er in eine Richtung und dann einmal in die andere, oder? Kann man so nicht sagen, Vegeta. Nee. Imagine Vegeta hatte doch was in sich gehabt, weißt du noch? Ja, ja. Er war ja nicht ganz so ungefähr. Weil guck mal, ihr müsst erstmal verstehen, was Messias überhaupt bedeutet. Messias bedeutet. Ihr müsst das verstehen. Okay, was heißt Messias? Naja, Messias ist ja nicht nur, du bist ein Prophet oder ein Gesandter. Das ist ja, es gibt ja nur einen Messias, der bisher überhaupt erschienen ist. Und das ist ja Jesus. Das bedeutet, er besitzt eine Eigenschaft, was alle anderen nicht besitzen. Und das ist ja halt das, dass er keine Sünde hat. Auch nicht im Blut, auch nicht im Vater, weil der wurde ja von einer Jungfrau geboren. Der hat ja auch keinen leiblichen Vater. Der ist ja von Geburt an halt mit Gott schon verbunden. Was ist ein Messias? Erklär mal, was ein Messias ist. Habe ich ja gerade gesagt? Was ist der Unterschied zwischen Messias, Gesandter und Prophet? Ja, du hast gerade gesagt, wer der Messias ist, aber also, nicht, was den Messias definiert. Was ist seine Prophet Rolle? Wieso zum Beispiel, ist der Messias? Prophet zum Beispiel hat jetzt kein Gesetzesbuch in der Hand bekommen. Also er sollte jetzt kein Gesetz überbringen, sondern er sollte Botschaften überbringen. Deswegen ist er Prophet. Aus islamischer Sicht meinst du jetzt? Oder? Ja, ich rede aus allen drei Büchern. Ich bin der Torah, Evangelit und Koranit. Ich verbinde alle drei in einem. Okay. Wir hören jetzt mal zu. Okay. Richtig. Der Prophet also bringt dann Botschaften. Das sind meistens kleine Botschaften. Hier hört auf, das und das zu tun, sonst kommt die Strafe. Fertig. Damals gab es sehr viele Propheten. Und dann gibt es die Gesandten. Die Gesandten sind diejenigen, die halt Gesetze bringen, wie zum Beispiel Moses mit den Geboten, wie der Prophet Mohammed mit dem Koran. Und Jesus zum Beispiel war jetzt auch Gesandter, weil er hat die Gesetze per Mund gebracht. Also das ist ja direkt das Wort Gottes, das wird auch im Koran gesagt. Und er ist ja auch zusätzlich der Messias. Der Messias bedeutet, dass er keine Sünde hat in sich, dass er mit Gott verbunden ist. Das bedeutet aber nicht, dass er Gott selbst ist. Das sagt er auch zu oft selber, Matthäus 15:17 zum Beispiel. Okay, Koranit, ganz kurz. Wenn du mir aus der Bibel zeigst, wo er sagt, dass er nicht Gott ist, dann verlasse ich das Christentum. Ja, sagt er zu oft. Also ich kenne Wo die sagt Bibel. Er das? Gib mir eine Stelle. Guck mal an meiner Seite. Da habe ich fast in 50 Stellen das genannt. Na, du weißt schon, du musst mir jetzt Koranit, eine nennen. Koranit, bitte. Ganz kurz. 5:17. Abu Belgrad hat dir jetzt quasi eine Frage gestellt. Hol ihn doch einfach in den Vers, Bruder, dann hast du doch einen neuen Bruder. Habe ich auch gerade gesagt, 5:17. Matthäus 5:17. Genau, lies mal vor. Okay. Dort steht, Jesus ist nicht Gott, richtig? Ja, richtig. Da steht, er ist nicht Gott. Okay, sehr gut. Weil er sagt, wir sind ja alle Götter. Dann bist du ja auch ein Gott. Nee,
Bezieht er das auf sich? Ja, natürlich, er redet okay, über sich. Okay, sehr gut. Alles gut. Im Psalm 82,6 spricht er von sich. Dann frage ich dich, wieso werden die Götter aus Psalm 82,6 gerichtet und wieso ist Jesus von dem Gericht befreit? Okay. Die Psalmen? Weißt du, nein, kannst du mir die Frage beantworten. Nicht Psalmen. Im Psalm 82,6 sagt er, ihr seid alles Götter. Bezieht es auch auf die Juden mäßig. Ihr seid alles Götter. Doch nur einer ist Gott der Vater und einer ist Herr Jesus. 1. Korinther 8,6. Jetzt frage ich dich, wenn er das auf sich selber bezieht, wieso werden diese Götter gerichtet und wieso ist Christus der Richter von diesen Göttern? Ja, das habe ich dir doch beantwortet. Gott selbst wohnt in Jesus. Das bedeutet nicht, dass er selber Gott ist. Aber du hast gesagt, er bezieht das auf sich. Ja, hier ist doch zwei Personen in einem. Verstehst du? Also Gott kann in Jesus wohnen, dann bezieht er sich auf sich. Verstehst du? Achso, einmal ist er Gott und einmal ist er Mensch. Nein, es ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Das ist aber keine Trinität. Nein, du, guck mal, du, nochmal, bitte erklär uns es, wie du es verstanden hast. Nochmal, bitte, langsam. Ich bin auch durcheinander. Bitte. Okay, ja, ich sagte, das ist nicht einfach zu verstehen. Da steckt viel zu viel Weisheit dahinter. Und deswegen, ich kann es auch verstehen, wenn ihr das alle jetzt nicht versteht. Aber ich versuch's mal jetzt, weil ihr so lieb fragt, es nochmal zu erklären. Also, es gibt ja die Vollmacht. Ich gebe jetzt einfach ein anderes Beispiel, ja? Ihr kennt doch alle, was eine Vollmacht ist. Ja, eine Vollmacht. Genau. Ich gebe dir jetzt zum Beispiel meine Generalvollmacht. Du kannst dann mit dieser Generalvollmacht tun und machen, was du willst. Du kannst in meinem Namen Häuser kaufen, Autos kaufen. Wie Bushido und Shaka zum Beispiel. Genau. So. Genau. Ja. Okay. Und mit dieser Generalvollmacht hat auch zum Beispiel Jesus von Gott bekommen. Er hat die Generalvollmacht bekommen. Hier, du kannst in meinem Namen Leute heilen, du kannst Gegenstände erschaffen. Er hatte auch einen Tonvogel, hatte auch einen Eschesvogel. Ja, ist geklaut aus einer gnostischen Quelle, aber mach weiter. Aber es gibt viele andere Beispiele, weißt du? Da konnte er aus dem Blinden, konnte er wieder sehend machen und so weiter. Richtig. Und alles hat er nur im Namen gemacht. Verstehst du, das kam nicht von ihm selbst. Er hat nicht die Macht dazu. Und das ist eine Art, ich rede aus allen drei Büchern. Okay, kannst du mal zeigen, wo Jesus sagte, im Namen meines Vaters werde ich dich jetzt heilen? Oh, das sagt er, ihr müsst selber jetzt nachlesen. Ihr müsst selber die Bibel nehmen und steht Bruder, an vielen Stellen. Guck mal, ich schreibe mir ganz kurz, wo ist mein Kuli? Warte mal ganz kurz. Ach so, Bruder, der Kuli. Ja, ja. Ich bin nicht jemand, der sitzt gerade zu Hause und der hat jetzt so viele Möglichkeiten nachzugucken. Alles gut. Ich habe auch nur ein Handy gerade am Hand. Wäre ich jetzt zu Hause am PC, hätte ich meine ganzen Seiten rausgeholt. Anit, ich habe mal eine Frage. Kennst du dich mit islamischer Geschichte aus? Ja, ich kenne mich mit islamischer Kriege, Geschichte. Die Expansion. Sehr gut, gerne. Weil wir die Jungs fertig sind, habe ich mal eine Frage an dich zur islamischen Geschichte. Ja, ja. Genau. Ganz kurz, ich habe jetzt hier Stift und Papier. Ich schreibe mir das kurz auf. Moment. Kannst du mir kurz die Stellen geben, Bruder? Bruder Koranit, ich möchte dir auch die Stellen von dir. Ich habe sogar einen Kugelschreiber jetzt. Hör mal. Genau. Kannst du mir die Stelle jetzt geben? Also, ich habe. Meiner ist auch bereit. Ich weiß nicht, ob. Das nochmal, Bruder? Ich weiß, ihr zieht alle über mich her gerade. Nein. Es ist immer so, wenn jemand über die Wahrheit spricht, die Leute beleidigen ihn, die Leute ziehen ihn ins Lächerliche. Richtig. Ja, genau. Das passiert mir auch gerade. Könnt ihr auch in den Kommentaren lesen. Ja. Siehst du, die Leute, die immer die Wahrheit sagen, die werden immer angegriffen. Ja, lasst die Kommentare. Wir wollen ja nur die Quelle. Ja, ist ja so, man sieht es ja offensichtlich. Nur die Quelle. Habibi, wir verlangen doch nicht. Es gibt erstmal keinen Habibi, ihr seid kein Araber, ich bin auch kein Araber. Habibi ist ein arabisches Wort. Guck mal, es gibt viele Zeichen, okay, die mir gerade zeigen, dass ihr falsch seid. Ich bin ein Deutscher. Los Angeles Araber. Ihr seid falsch, ihr seid falsche Leute. Ich habe euch ein Vers genannt, 5,17. Okay, Matthäus 5,17, sehr gut. Ich werde es nicht beantworten. Alles gut. Warum Jesus selber sagt, dass wir alle Götter sind. Wir sind alle Kinder Gottes. In Matthäus 5,17 sagt er, wir sind alle Götter, ne? Richtig, wir sind alle Götter. In Matthäus er ist nicht 5, Gott, wir sind alle gut. Götter. Alles gut, in Matthäus 5,17 steht, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Wo steht das, was du gesagt hast? Hast du eine falsche Bibel vor dir? Was? Achso, jetzt. Lies aber richtig den Kontext. 5,17 Luther-Bibel. Hast du Luther-Bibel oder welche Bibel hast du vor dir? Ich habe die koranische Bibel. Was ist das für eine Frage? Welche Bibel hast du? Ist es dein Ernst? Es gibt mehrere Bibel. Es gibt auch mehrere Korane. Habt ihr Ahnung?
Ja, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung von Religion. Ihr redet hier über Religion und habt keine Ahnung von, dass es mehrere Bibel gibt. Ich schreibe es mir auf. Genau. Ihr seid da wirklich am Rande der Gesellschaft. Ja, natürlich. Deswegen sind wir auch in einem ganz anderen Niveau im Gegensatz zu dir, weil wir möchten die ganze Zeit von dir eine Quelle. Da gibt es keine Quelle. Ich hätte ihn sogar helfen können bei der Stelle. Wie viel Bibel es gibt. Ich möchte jetzt sofort wissen. Ich verlasse dann den Glauben. Genau. Wo steht denn das? Ah, der ist raus. Ah, der ist raus. Oh Mann, ich konnte ich meine Frage nicht stellen. Da würde er nicht drauf eingehen. Guck mal, das Ding ist, ich möchte jetzt immer noch wissen, wie viel Bibel es gibt und wo das alles steht, was er gesagt hat. Und er redet von allen drei Büchern. Also es war ja so ein Esoteriker. Der hat sich irgendwie die Sachen irgendwie selbst zusammengebastelt. Man denkt so, das war so erste Klasse Kunstunterricht. Der Lehrer sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und er dachte so, ah, das von der Bibel, das nehme ich an. Er ist irgendwie Sohn Gottes. Die Koran nehme ich auch ein bisschen an. Dann jüdische Schrift, wahrscheinlich Talmud, nehme ich auch so ein bisschen an. Und genau. Bruder, die Sache ist, er hat gesagt, die katholische Kirche hat die Trinität mit Gewalt durchgesetzt, so wie ich es verstanden habe. Ja, aber bei der Schlacht um Yamama wurde gegen Muslima gekämpft. Er war ein trinitarischer Muslim. Und er war sogar vor Mohammed da. Und er hat sogar Mohammed überlebt. Also was machen wir jetzt? War nicht, Bruder? Bruder, der war alles. Erstmal Gottes Segen, alle. Ja, Gottes Segen. Segen, Herr Lehrer. Na, Quatsch. War das ein Koranit, ja? Bruder, der war irgendwie alles gemixt. Der hat so, du musst dir vorstellen, der hat so einen Mixer geworfen. Bisschen hier Bibel, bisschen da Koran, bisschen Jesus Messias, irgendwie Halbgott. Und dann hat er einen Mixer geworfen und einfach gemixt. Und das war seine Lehre. Ja, man muss ja erstmal die Frage erstmal stellen, was macht Allah zu einem Gott erstmal? Bevor er solche Äußerungen sagt, dass Jesus nicht Gott ist, sondern nur die Vollmacht bekommen hat und so weiter. Da muss man sich erstmal die Frage stellen, okay, was macht denn Allah zu einem Gott? Denn wir haben ja in der Wesenseinheit von Allah, muss man eine Sache feststellen, da musst du den Koraniten sagen, okay, der Geist von Allah, ist er göttlich oder nicht? Ja, okay, wie kann dann der Geist von Allah irgendwo in der Welt wandern und er sitzt dann auf seinem Thron? Habt ihr dann zwei Götter? Deswegen hat er ja gesagt, so ja, Isa ist quasi ein Geist und so weiter, ist ein Geist von Allah, aber dieser Geist von Allah, was Isa ja ist und das Wort ist, er tut das, was Allah auch tut. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Isa und Allah? Also wir sehen zum Beispiel, dass Allah tatsächlich Dinge tut, wie zum Beispiel, so wie er gesagt hat, er schafft Leben, Isa schafft Leben, er hebt Sachen auf, Isa hebt die Jizya auf. Also alles ist das, was, wo man nicht sagen kann, so okay, Isa kann kein normaler Prophet sein, denn er tut das, was Allah auch tut. Und der Geist von Allah ist tatsächlich göttlich. Das heißt, der Geist von Allah, so wie es auch bei dem heißt, bei diesen Ahmadiyya-Bewegungen, die sagen ja auch tatsächlich, dass Allah eine Seele hat und dass er auch tatsächlich einen Geist hat. Und dieses Geist ist göttlich, indem er schöpferische Fähigkeiten hat und auch vergibt. Der Geist richtet auch. Die sagen das wirklich. Ne? Deswegen, also wenn man mit den Ahmadiyya quasi redet, die sind wenigstens ehrlicher als die meisten Sunniten oder Schia zumindest. Also die Sunniten sind natürlich mehr da die machen mehr Breakdance, machen Kopfdrehen, die machen dies und das. Aber die Ahmadiyya sind wenigstens in einigen Punkten ehrlich so. Und die greifen ja auch die Quelle an, die glauben auch zum Beispiel, dass Isa gestorben ist und so weiter. Ja. Ne? Deswegen, also der Ahmadiyya kann gerne hochkommen und erstmal muss er erstmal die Frage beantworten, was tut denn der Geist von Allah? Ist er unabhängig von Allah oder ist er abhängig von Allah? Und wer ist dieser Geist? Weil der Geist von Allah tut genau diese Dinge, indem er die Muslime stärkt, 1,3 Milliarden Muslime. Ja, bei Sura 58, Vers 22. Dann wurde Mohammed auch gefragt, wer ist denn der Heilige Geist? Da hat er gar keine Antwort gehabt. Es ist ein Geheimnis. Und Isa ist das Wort. Also Isa Bruder, selbst. Das ist das Krasseste, was ich bis jetzt gelesen habe. Entschuldige bitte. Ja. Dass Mohammed von Juden gefragt wurde, um ihn zu testen, ob er ein Prophet ist.
Und er kann nicht antworten, wer der Heilige Geist ist. Er hat total versagt als Prophet, weißt du das? Er, immer wenn er gefragt wurde, hat er versagt. Keine Anfrage leider, aber ja. Wird auch schwierig hier. Die werden schon kommen. Es ist nur wichtig, dass man ein Thema erwähnt. Eben, lass uns mal einfach eine Sache. Leute, liked den Stream in der Zwischenzeit. Macht die 50.000 Likes voll. Noch 3.100 Likes. Macht die 50.000 Likes voll. Tippt auf den Bildschirm. Tippt alle einmal auf den Bildschirm. Wir haben euch alle gewarnt. Wer liked, bekommt eine extra Jungfrau. Ergeben, du kannst gerne hochkommen. Grüß euch. Grüß dich, Ergeben. Wie geht's dir? Grüß dich. Gut. Und dir, Abu Bekr? Auch gut. Auch gut. Auch gut. Nee, ich wollte nur mal anmerken, dass wenn ihr dann vor Gott steht und das doch nicht so ist, wie ihr das so beschreibt, dass ihr keine Ausrede habt. Weißt du? Ihr habt keine Ausrede mehr, weil wir haben euch mehrmals gewarnt, ihr wolltet nicht handeln, weißt du? Wir warnen ja auch. Die sagen doch die ganze Zeit zu euch, ohne Jesus, dann geht ihr verloren. Aber wir warnen euch und sagen, Jesus ist ein Geschöpf Gottes. Und wir sagen, wie seine Mutter Maria. Genau, und wir sagen zu euch, dass Allah kein Gott ist. Ja, und was tun wir jetzt? Das heißt, wir müssen jetzt herausfinden, ob Allah Gott ist oder nicht. Das musst du für dich persönlich, weil ja, bei uns steht auch naja, Gott. Aber okay, wenn du... Aber schau mal. Okay, warum Gott. Kommst du jetzt hier hoch und spielst dann auf ein Mitleidsopfer? Ja, wir haben euch gewarnt. Wir warnen euch doch die ganze Zeit schon. Den Spieß können wir jetzt auch zu dir sagen. Also das, was du uns sagst, das können wir auch umdrehen und an dir verwenden. Und wenn du nicht bereit bist, mit uns sachlich zu sprechen oder eins von diesen drei Brüdern hier, kannst du mit dem reden. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, dann frage ich mich, was du dann hier zu suchen hast. Hey, ich wollte euch nur das mitteilen, dass... Bruder, ich möchte von den Muslimen einen einzigen Grund, warum ich Jesus nicht folgen sollte und Jesus nicht glauben soll. Einen einzigen Grund und ich nenne dir ab jetzt 99 Gründe, warum ich Mohammed ablehne. Du sollst Jesus nicht ablehnen, sondern lieben und ehren und respektieren. Das, wir sagen euch nicht, ihr sollt Jesus nicht folgen. Und Jesus sagt, er ist Gott, er ist der Sohn Gottes und er ist mein Richter. Und er ist mein Schöpfer, er ist das Wort Gottes, mit dem alles erschaffen wurde. Also wo ist das Problem? Ergeben, du, deine Vorgehensweise ist falsch. Weißt du warum? Ich sag dir warum. Ich gebe dir wirklich eine Nasiha für die Zukunft. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich, aber guck mal, ich meine das wirklich nicht böse. Ich habe nichts gegen dich oder sowas. Guck mal, wer ist in der Beweispflicht? Der Glaube, der danach kommt und Vorwürfe macht über den Glauben vorher? Ist ein Christ in der Beweispflicht, dir zu zeigen, dass er die Wahrheit hat? Oder bist du in der Beweispflicht, zu zeigen, dass du die Wahrheit hast? Weil ihr sagt ja, die Bibel und die Tora ist ja verfälscht. Ihr habt die absolute Wahrheit. Ihr seid das letzte Update. Also musst du quasi uns beweisen, dass du an den einen Gott glaubst, an denselben Gott wie wir. Du musst beweisen, dass Mohammed ein Prophet ist. Du bist in der Beweispflicht. Verstehst du, was ich meine, Ergeben? Ich meine es nicht böse. Weil eure Vorgehensweise ist komplett falsch. Das heißt, du musst uns jetzt beweisen, dass Mohammed ein Prophet ist und dass du wirklich an den einen Gott glaubst, an denselben Gott von den Christen und von den Juden. Bitteschön. Gut, das ist ganz einfach, weil in dem Buch steht alles beschrieben, was man wissen muss. Vom Anfang der Schöpfung. Dass es die Engel gab, die Dschinns, dass Adam und Eva erschaffen wurden, dass Satan gibt, dass der Prophet, dass Adam ein Prophet war und danach Noah und die ganze Prophetfolge, die danach kam. Das heißt, die Botschaft muss ja dieselbe sein, richtig? Es ist dieselbe, ja. Es ist absolut dieselbe, dass Gott sich vorstellt den Menschen, ja, sein Geschöpf. Genau. Dann machen wir es mal so, Bruder, dann nehmen wir mal dieselbe Stelle und selbe Situation jetzt in der Bibel, wie zum Beispiel alles erschaffen wurde, ne, alles, wie der Teufel ist.
wie das Böse entstanden ist und etc. etc. Da fangen wir mal an. Wir lassen jetzt mal Mohammed beiseite. Wir lassen jetzt alles beiseite. Jesus, Mohammed, wir lassen alles beiseite. Wir fangen erstmal wirklich von A an, ganz, ganz am Anfang. Wie ist das Böse im Islam entstanden? Ganz am Anfang, wen gab es ganz am Anfang, bevor es die Schöpfung gab? Genau, was sagt du aus? Genau, nein, ich rede nicht aus der Bibel, du erklärst mir aus islamischer Sicht. Ja, also aus islamischer Sicht, ja. Am Anfang hat Gott existiert und hat vorher existiert und hat kein Ende. Also er hat keinen Anfang und hat kein Ende. Am Anfang war Gott. Sehr schön. Ja, genau, wie ist das Böse entstanden? Das Böse, danach gab es die, also wir gehen davon aus, dass die Engel erschaffen wurden, weil die sind erschaffen, nur um Gott zu dienen. Das ist ihre einzige Aufgabe. Also sie sind erschaffen, um Gott zu dienen. Sie haben den Befehl. Okay, wir halten fest. Ganz kurz, wir halten fest. Das heißt, Allah hat die Engel erschaffen, damit sie ihm dienen, richtig? Richtig, genau. Okay, welche Geschöpfe gab es noch? Die Engel, was noch? Und die Dschins. Okay, die Dschins. Wir halten jetzt fest, Leute, bitte gut zuhören. Allah hat die Dschins erschaffen aus rauchlosem Feuer, richtig? Richtig, richtig. Er hat auch die Engel erschaffen. Die Malaika. So, die Malaika. Jetzt ist die Frage, die Malaika sind gut aus islamischer Sicht? Die Malaika sind Gottes Diener. Sie haben keine andere Aufgabe. Sehr schön. Das heißt, es sind gute Wesen. Richtig. Aus Licht, Lichtwesen. Sehr schön. Und die Dschins, sind es gute oder schlechte? Es gibt gute und es gibt schlechte. So, das heißt, als Allah die Dschins erschaffen hat, waren die Dschins von Anfang an böse oder gab es immer beides? Gab es immer beides. Okay, das heißt, Allah hat sogar böse Dschins erschaffen. Gab es, ja. Sie haben auch bestimmt ihren freien Willen gehabt. Nein, nein, nein. Freien Willen ist jetzt ein anderes Thema. Also ich vergleiche das wie wir Menschen. Also das Geschäft, sie haben ja auch getan und gemacht. Alles gut. Alles gut, alles gut. Das heißt, Allah hat von Anfang an gute und böse Dschins erschaffen. Das heißt, das Böse hat Allah erschaffen. Das Schlechte existiert, ja, hat er natürlich, ist erschaffen. Also Allah hat das Schlechte erschaffen. Ob es danach schlecht wurde, keine Ahnung. Nein, du sagst doch gerade selber, Bruder, ich mach extra langsam für dich. Das heißt, Allah hat mit Absicht auch schlechte Dschins erschaffen, laut deiner... Ob das Absicht war, weiß ich nicht, Bruder. Ja, was ist es dann, Bruder, wenn er es doch macht? Du hast doch selber gesagt... Hat er aus Versehen gemacht, oder was? Weil man kann sich ja selbst entscheiden, gut oder nicht. Ich meine, wenn Nein, das ist frei, Habibi, das ist der freie Wille. Ganz kurz. Ja, aber dann hat er doch das Gut komplett erschaffen. Habibi, ganz kurz. Du sagst selber, die Malaika, die Engel, hat er von Anfang an als gut erschaffen. Die Dschins hat er so und so. Das heißt, Allah hat mit Absicht natürlich gut und böse erschaffen, laut deiner Aussage. Richtig? Richtig. Okay, das heißt, Allah erschafft das Böse mit Absicht. Das kann sein, ja. Bruder, sowas kommt von Gott, dass er das Böse mit Absicht erschafft? Gott ist doch gut. Warum soll er mit Absicht das Böse erschaffen? Wo ist der Sinn? Das Böse macht ja nicht Gott, sondern die... Doch, du hast doch gerade den gesagt. Nein, das hast du doch gesagt. Ist ja da, aber die Entscheidung, was Böses zu machen, liegt ja bei dir. Nein, guck mal, wieder nochmal. Hat Allah das Böse mit Absicht erschaffen? Weil du hast gesagt, die Dschins gibt es ihm Böse. Kannst du sagen, er hat erschaffen, aber das Böse entscheiden wir, ob wir das machen oder nicht. Die Dschins, waren sie von Anfang an böse oder gut? Das weiß ich nicht, Abu Hanja. Ich bin da jetzt nicht drin in den Dschinn-Geschöpfen. Ich weiß ein bisschen über, dass sie vor uns existiert haben, dass sie Blut vergossen haben auf Erden und Unheil angerichtet haben. Und dass Satan, Gott, also Satan mit den Engeln das erledigt hat. Das heißt, mit hier unten gegen das Böse gekämpft hat. Okay, okay. Ja, die christliche Sicht, wie das Böse entstanden ist, ist eine komplett andere Geschichte als im Islam. Da unterscheiden sich schon mal Islam und Judentum, Christentum, komplett unterschiedlich. Die Bibel sagt was komplett anderes als der Islam. Das heißt, wenn es doch dieselbe Botschaft ist, wenn es doch derselbe Gott ist, dann lassen wir doch mal Mohammed alles beiseite, Bruder. Jungfrauen, alles beiseite lassen. Wir fangen nur bei der Schöpfung an, ganz am Anfang. Schon da sehen wir, dass zum Beispiel die Bibel und der Koran sich komplett widersprechen. Schon da fängt es an. Wir brauchen nicht über Aisha reden. Wir brauchen nicht über Khaiba, über keine Ahnung welche Kriege reden. Das brauchen wir alles gar nicht. Wir fangen nur bei ganz, ganz am Anfang an. So bin ich vorgegangen, Bruder. Wenn ich mich mit einem Glauben beschäftige, dann fange ich mit ganz, 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 ganz am Anfang an. Wie ist das passiert? Gibt es da Parallele, damit wir ein Fundament haben? Und da habe ich schon gemerkt, Bruder, da gibt es gar kein Fundament. Nicht mal von Anfang an. Islam und Christentum haben von Anfang an kein Fundament. Jetzt erkläre ich dir, warum. Wie ist der Shaitan geworden aus islamischer Sicht?
Er hat Gottes Befehl missachtet. Okay, was hat Allah von ihm befohlen? Dass er sich Adam niederwirft. Sehr schön. Das heißt, Allah hat von Iblis, nicht von Shaitan, von Iblis verlangt, dass er sich vor Adam, vor seiner Schöpfung, niederwirft. Richtig? Richtig. Was hat aber Iblis gesagt? Er hat gesagt, nein, ich werfe mich nicht nieder, er ist aus Lehm, ich bin aus Feuer. Sehr schön, sehr schön. Was hat Allah danach zu ihm gesagt? Wie hat er reagiert? Allah hat ihm gesagt, du widersprichst mir, das ist Hochmut, du sollst verflucht sein. Okay, sollen wir mal die Koranstelle zusammen lesen? Abu Belgrad, hast du die Stelle vielleicht gleich da? Ich habe den Koran, ich brauche die Stelle. Okay, warte mal. Wir machen das jetzt mal ganz langsam für ihn, weil ergeben, Bruder, ist sehr, sehr nett. Also ich finde es super auch, ne? Also, dass du sehr nett bist, Bruder, du willst es wirklich verstehen. Ja, Bruder, warum soll ich nicht nett sein? Das alles gut. Und Leute, schreibt mir in den Kommentaren, wo die Stelle ist, weil ich habe gerade leider nicht so gut Netz. Oder das Surah al-Baqarah. Das müsste Surah al-Baqarah sein, direkt am Anfang. Surah al-Baqarah. Müsste Vers 30 oder Vers 38, 39. 34. 34, genau. Surah al-Baqarah, Vers 34. Ergeben, kannst du vielleicht vorlesen, Bruder? Wäre das möglich vielleicht? Surah 2, Vers 34. Genau. Ich möchte, dass du vorliest. Wäre das möglich? Wenn du es mir hier aufmachst, kann ich es vorlesen, aber gerade... Nee, also alles gut, dann liest Abu Belgrad, dann liest du vor, Bruder. Nur vor. Wirklich diese Eier, nur diese Eier. Genau. Sura 2,34. Und als wir zu den Engeln sprachen, werfet euch nieder vor Adam, da warfen sie sich nieder, bis auf Iblis, der sich in Hoffart weigerte und einer der Ungläubigen ward. Stopp. Ergeben, was hast du jetzt verstanden davon? Dass er das abgelehnt hat, sich unterzuwerfen. Aber diese Übersetzung ist nicht dem, was dem Arabischen entspricht. Nein, Bruder, alles gut, sehr schön. Das heißt, du hast es verstanden, wortwörtlich. Jetzt, Bruder, Abu Belgrad, lies mal nochmal vor. Okay. Und als wir zu den Engeln sprachen, werfet euch nieder vor Adam, da warfen sie sich nieder bis auf Iblis. Stopp. Ergeben, Allah hat doch die Engel und die Dschinns erschaffen, richtig? Richtig. Hier spricht aber Allah nur von den Engeln, nicht von den Iblis, also von den Dschinns. Wieso fühlt er sich angesprochen? Ich glaube, weil Iblis doch mit den Engeln verweilt hat oder verweilen durfte, weil er so gut war mit Gott. Nein, nein, nein. Hier spricht Allah eindeutig nur von den Malaika. Aber da fühlt sich jemand angesprochen, der nicht zu dieser Gattung gehört. Ich kann ja auch nicht sagen, ja, Haywanat, bitte wirf dafür nie, da kommt ein Mensch und sagt, ja, aber ich möchte nicht. Jetzt kriegst du eine Strafe. Bruder, dich habe ich nie gemeint. Du bist ja kein... Ja, klar, aber Iblis hat ja Adam vor der Schöpfung, also nur den Körper gesehen und er hat ja, ist ja von hinten rein und von oben raus und aber hat gesehen, Bruder, dass er leer ist, ja? Aber das hat doch mit dem zu tun, Bruder. Er redet hier nur von den Engeln und er fühlt sich angesprochen, obwohl er nicht angesprochen wird. Er sagt, die Engel. So, es geht weiter, Bruder. Dieses Thema will ich nicht vertiefen, weil das ist eine Katastrophe, weil kein Gelehrter kann dir darauf erklären, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte eigentlich ganz woanders hinaus. So, Iblis fühlt sich angesprochen, sagt nein, widerspricht das Wort Allahs und Allah gibt ihm darauf eine Strafe und sagt, was, du widersprichst mir, zack. So, das heißt, Allah hat in dem Moment Iblis verflucht, richtig? Richtig. Kennt Allah das Verborgene? Er kennt das Verborgene, ja. Natürlich. Das heißt, er kennt auch die Zukunft. Das heißt, war das alles vorherbestimmt, dass es passieren soll? Boah, das ist eine super Frage, wo ich mir sage auch, wo ich mich, also wenn er doch weiß, ja, das ist halt so eine, keine Ahnung, wie soll ich dir das sagen? Die islamische Theologie. Du musst es wissen. Ja. Guck mal, ich erkläre dir, die islamische Theologie besagt, alles, was passiert, ist von Allah vorherbestimmt. Er will es so und so muss es auch sein. Das heißt, als er zu Iblis sagte, wirf dich vor ihn nieder. Hat das Allah bewusst gemacht, um Iblis in die Irre zu leiten, damit Iblis böse wird und damit das Böse auch die Nachkommen von Adam a.s. prüft, ob sie gut oder schlecht, welchen Weg sie gehen. Das heißt, er hat Iblis in die Irre geleitet, damit er zum Scheitan wird und die Menschen dann prüft, also die Nachkommen, das ist die Erbsünde. Mhm. Die Erbsünde von Adam und Eva kriegen seine Nachkommen, weil Adam wurde verziehen. Adam wurde seine Sünde verziehen, aber seine Nachkommen, sie müssen von dem Scheitan geprüft werden. Das ist eine Erbsünde. Das heißt, sie leiden, sie werden geprüft wegen Adam.
Das ist eine Erbsünde im Islam. Jetzt geht's weiter. Jetzt wird's interessant. Allah hat mit Absicht Iblis in die Irre geleitet, damit er zum Scheitan wird. Warum? Damit er die Menschen prüft. Das heißt, Iblis kann nichts dafür. Allah hat ihn mit Absicht in die Irre geleitet, damit er böse wird, damit er Sünde tut. Ja, damit er ihn quasi zum Scheitan krönen kann. Jetzt frage ich dich, findest du das? Ist es okay für dich, dass jemand nicht mal was dafür kann und quasi einfach den Titel Scheitan bekommt, obwohl er es noch nicht mal wollte? Allah, ich weiß, was du meinst, Abu Hanjab, aber er hatte die Option. Ne? Nein, Gott hat ihm die Option. Er hat es gemacht. Okay, er hat unabhängig davon, ob er es wusste oder nicht. Nein, Allah hat ihn ja mit Absicht in die Irre geleitet, damit er die Menschen prüft. Er hat ihn mit Absicht in die Irre geleitet. Nein, das ist mit Absicht, Bruder. Warum? Ich sagte, warum? Der Scheitan, also Iblis kann nichts dafür. Ich würde sogar an dieser Stelle sagen, free Iblis. Ich sagte, warum? Er kann nichts dafür. Er hat nur das gemacht nach seinem freien Willen und sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, ich kann doch nicht vor einer Schöpfung mich niederwerfen. Ich bin doch Iblis aus rauchlosem Feuer. Ich werde mich doch nicht vor Adam niederwerfen. Yani, ich werfe mich nur von Allah nieder als Beispiel. Da sagt Allah, was, du widersprichst mir? Allah subhanahu wa ta'ala, du wusstest doch ganz genau, dass Iblis ein Allah-Ergebener ist, ein Muslim ist und sich niemals vor irgendjemand niederwerfen wird, sogar wenn Allah ihn das sagt. Aber Allah hat es ja mit Absicht gemacht. Er wusste schon im Verborgenen und in der Zukunft, dass Iblis ablehnen wird. Wenn Iblis ablehnt, wird Allah ihn natürlich bestrafen. Und die Strafe war, er ist der Erste, der Böses getan hat. Und er ist jetzt somit ein Scheitan. Und als er der Scheitan wurde, war seine Aufgabe, du wirst die Nachkommen von Adam a.s. prüfen. Das heißt, Allah hat es alles mit Absicht gemacht. Wenn du denkst, ich lüge, frag einen Muslim. Frag einen Muslim, wenn er jetzt hier zuhört, kommt bitte hoch und sag mir, dass ich lüge. Bitte kommt hoch. Das ist islamische Theologie, Bruder. Das ist eine Vorherbestimmung. Das ist die Vorherbestimmung, die glauben an einen Nasib. Es muss passieren, weil Allah es dafür quasi vorherbestimmt hat, dass es passieren muss. Muss. Das heißt, Allah hat es mit Absicht machen lassen, damit er zum Scheitan wird und die Menschen quasi dann prüft. Das heißt, die Erbsünde von Adam. So, jetzt frage ich dich. Aus biblischer Sicht eine reine Katastrophe. Sowas gibt es gar nicht in der Bibel. Weil wir sagen eindeutig, nicht nur die Menschen, sondern auch die Engel haben einen freien Willen. Und der Scheitan aus biblischer Sicht, ja, war Luzifer quasi, einer der schönsten und größten Engel. Allah bzw. Gott in der Bibel hat ihn nicht in die Irre geleitet. Das hat er nicht vorgehabt. Gott wollte auch nicht, dass die Menschen in die Irre geleitet werden. Nein, sie haben sich selber dafür entschieden. Genau wie Shaitan, der selber gesagt hat, ich möchte so sein wie du. Er wollte wie Allah, wie Gott gleich sein. Der Shaitan in der Bibel. Und das nennt man Hochmut. Der Teufel war hochmütig aus biblischer Sicht. Und das geht natürlich nicht. Und Gott hat ihn dann verdammt. Okay? So ist das Böse entstanden aus biblischer Sicht. Der Scheitan hat sich selber dafür entschieden. Gott sagte nicht zu ihm, mach dies und mach das und ja, jetzt hast du es gemacht, jetzt bist du ein Teufel. Nein, der Teufel hat alles gehabt. Er war der Schönste, der Größte. Er hat sich selber dafür entschieden. Das war sein Gedanke, das war sein Hochmut. Er wollte so sein wie Gott. Das war sein freier Wille. So ist das Böse entstanden mit seinem eigenen freien Willen. Aus islamischer Sicht, nein. Allah hat ihn in die Irre geleitet. Hat ihn in die Irre geleitet, damit er böse wird, damit er ihn bestrafen kann und somit ist er dein Scheitan. Jetzt kann er die Menschen prüfen. Zack. Hä? Aber Adam verzeiht er die Sünde, aber wieso verzeiht er Iblis nicht die Sünde? Weil es Gottes, Allahs Plan ist. Und deswegen sage ich dir, Allah im Koran, ist nicht böse gemeint, ist nicht der Gott der Bibel. Weil das ist komplett unterschiedlich. Bei euch ist er einer, der die Menschen und auch sogar Iblis mit Absicht in die Irre leitet. Und sowas macht man nicht. Was kann Iblis dafür, dass Allah ihn mit Absicht in die Irre leitet? Solche Gedanken musst du dir machen, ergeben. So musst du dir Gedanken machen. Lass jetzt mal die ganzen Propheten beiseite. Da fängt es schon an, eine Katastrophe. Islamisch und biblischer Sicht. Bruder, komplett unterschiedlich. Das ist ganz, 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 ganz am Anfang. Schon da merke ich schon, damals, als ich mich so auf den Weg gemacht habe, ne, nach der Wahrheit zu suchen, zu forschen, Bruder, habe ich mir gedacht, hey, warte mal, das ist eine Katastrophe. Adam verzeiht er, aber Iblis verzeiht er nicht. Warum? Natürlich verzeiht er Iblis nicht, weil das ist ja sein Plan gewesen.
Aber dann frage ich dich, Bruder, wo ist jetzt hier Iblis, sein freier Wille? Habibi, er macht nach seinem freien Willen. Nein, ich mach's nicht, Allah. Was? Du kriegst Strafe. Ja, damit du ein Scheitan wirst und die Menschen prüfst. Bruder, was ist denn das bitte? Iblis, ich weiß, was du meinst. Iblis, Habibi, ist für immer und ewig ein Fehlgeleiteter, weil Allah es wurde und hat ihn ausgenutzt. Und jetzt bleibt er auch da. Habibi, was kann Iblis dafür? Hä? Das war doch nicht mal sein freier Wille. Nein, du hast ihn mit Absicht sündigen lassen, mit Absicht, damit du sagst, jetzt bist du ein Schaitan und jetzt brüst du die Nachkommen von Adam, die Erbsünde. Punkt. Free Iblis. Was kann er dafür? Was kann er dafür? Aber Iblis, sorry, der Schaitan in der Bibel, er ist selber schuld. Er hat sich selber dafür entschieden, der Munafiq. Er hat sich selber entschieden. Der Teufel in der Bibel, dieser Käfer, er hat sich selber dafür entschieden. Das war sein freier Wille. Unser lieber Herr, der wollte es nicht. Er wollte auch nicht, dass Adam sündigt. Er wollte auch nicht, dass der Teufel sündigt. Das war ihr eigener freier Wille. So wie Adam bestraft wurde, so wurden auch seine Nachkommen bestraft. Aber warum soll Allah Adam verzeihen, aber nicht seine Nachkommen? Wieso soll er Adam verzeihen, aber nicht Iblis? Weil das Allah sein Plan war. Wir sagen aber, Adam und Eva, Bruder, haben von Gott auch eine zweite Chance bekommen. Weißt du, welche Chance? Er hat sich doch vom Paradies rausgeschmissen, richtig? Richtig ergeben? Er hat sich doch vom Paradies rausgeschmissen. Ergeben, hörst du mich? Ja, richtig. Das heißt, richtig. Adam und Hawa wurden doch vom Paradies rausgeschmissen, richtig? Aus biblischer Sicht. Ja, genau. Jetzt könnte man sagen, die Strafe von Gott ist, weil er gesündigt hat, in die Hölle, richtig? Normalerweise ja eigentlich schon. Sind die aber nicht. Adam und Hawa wurden nicht in die Hölle geschickt. Nein. Nein. Allah, beziehungsweise Gott, hat ihnen eine zweite Chance gegeben. Ihr seid zwar vom Paradies weg, ne? Euer Leben ist zwar jetzt begrenzt, ihr seid nicht mehr ewig, aber ihr habt trotzdem die Chance, errettet zu werden. Das heißt, Allah, Gott, wird sie nach ihren Werken richten. Das heißt, sie haben eine zweite Chance bekommen. Okay? Sie und ihre Nachkommen haben dieselbe Chance bekommen. Sie und ihre Nachkommen. Jetzt frage ich dich nochmal. Findest du das gerecht, dass Allah es mit Absicht alles plant, der beste Planer, in die Irre leitet für seinen Plan, die nichts dafür können? Oder ist es für dich logischer, dass man handelt nach seinem freien Willen und auch so bestraft wird, weil du selber schuld bist? Du hast dich dafür entschieden. Aber die islamische Theologie ist leider komplett anders. Du musst dich mit solchen Themen beschäftigen, Bruder. Solche Themen sind wichtig. Da unterscheiden sich Judentum und Christentum, haben ja dieselbe Theologie in dieser Hinsicht. Islam ist ja komplett anders. Wenn das doch derselbe Gott ist, wieso sagt er da komplett was anderes? Und das Konzept ist komplett anders, wie das Böse entstanden ist, wie die Sünde entstanden ist. Komplett anders, Bruder. Verstehst du? Wenn es doch der Update ist, wieso sagt das Update was anderes, was Juden und Christen sagen? Dieses Update, Bruder, hat nichts mit der Bibel zu tun. Das sind irgendwelche verschollene Apokryphen, irgendwas von anderen Religionen übernommen. Das gibt's nicht in der Bibel. Kein Jude, kein Christ glaubt daran. Keiner glaubt daran. Das ist komplett ein anderes Konzept ergeben. Bitte versteh mich nicht falsch. Habib, bitte versteh mich nicht falsch. Aber an diese ganzen Vorherbestimmungen im Islam, das ist eher kalvinistisch. Ja, die Kalvinisten glauben an sowas. Zum Beispiel wie Pavlos und Reza, die glauben eher an sowas. Gottes Plan, das muss so passieren, so und so, mit Absicht, er leitet die so. Das ist denn jetzt, das ist kalvinistisch. Wir glauben nicht daran. Weil wir haben einen freien Willen. Wir glauben an einen freien Willen. Bist du Freikirchler? Nein, nein. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Da musst du aufpassen. Da musst du sehr viel aufpassen. Deswegen sage ich dir nochmal ergeben, beschäftige dich mal mit sowas. Das ist heilsrelevant. Ja. Da musst du anfangen. Nicht, Bruder, immer sagen, ja, Bruder, wie ist Gott? Ich verstehe Gott nicht. Bruder, verstehe erstmal, wie alles angefangen hat. Wenn ich dich als Mensch frage, du als Mensch, kannst du mir erklären, du als Wesen, ich möchte dich jetzt verstehen, du als Wesen, du hast doch Geist, Körper und Seele, richtig? Richtig. Ja, wie, du hast drei, Bruder? Ja, bist du jetzt einer oder drei? Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Wir beschäftigen uns gleich mit das Gotteskonzept in der Bibel, kein Problem. Kannst du mal erklären, aus was du bestehst, Bruder? Du bist jetzt Körper, hast du irgendwie, auch genau. Seele und irgendwie Geist. Ist Bewusstsein, was eingehaucht wird nach 30 Tagen im Mutterleib?
Ja. Das ist das Bewusstsein, was hier haftet. Ne? Also wenn du in Narkose bist, bist du ja auch erstmal, ist dein Bewusstsein erstmal weg, nicht deine Seele. Weißt du, was ich meine? Also das wird jetzt, ob Seele oder Bewusstsein, da, das muss erklärt, auch definiert werden. Weißt du, was ich meine? Was das wirklich ist. Was in dir. Aber ich denke mir auch, wir haben begrenzte Eigenschaft Gottes. Also, dass wir lieben, hassen. Nein, das meine ich nicht. Die Eigenschaften, ganz kurz, ist nicht schlimm. Ich meine. Also, wie Mensch, also, dass wir begrenzte Eigenschaften bekommen haben von Gott. Verstehst du? Von unserem Schöpfer. Bruder, alles in Ordnung, da kommen wir gleich dazu. Guck mal, du hast doch eine Seele, du hast einen Geist, also Ruh, Nefes und Jesed. Ruh, richtig? Nefes, ja. Du kannst Arabisch? Ja, ich bin Arabisch. Okay, übersetzt bitte für mich, auch für die Leute. Ruh, Nefes und Jesed. Jesed ist der Körper. Nefs? Nefs ist das Ich. Dieser Schweinehund, den man so bezeichnet. Dieses zweite Ich. Was ist Ruh? Was ist Ruh? Ruh ist das Bewusstsein. Was du eingehaucht bekommst. Was ist deine Seele? Was ist deine Seele? Seele ist Ruh. Also wir sagen, Ruh ist die Seele, das Bewusstsein. Wir sagen nicht Seele, sondern Bewusstsein. Bei uns. Okay. Das heißt, Bewusstsein ist auch gleichzeitig Seele bei euch. Richtig, ja. Okay, was ist dein Geist? Weil der Koran sagt ja Ruh. Was ist Ruh? Ruh ist ja das Bewusstsein, was ich dir gesagt habe. Und Nefs, was ist dieser innere Schweinehund, diese, mit dem du zu kämpfen hast. Dein genau, das, aber was für ein Begriff? Was ist denn das? Du musst ja schon den Leuten erklären, was Nefs ist. Es hat ja einen bestimmten Begriff. Mir fällt der jetzt nicht ein, aber wenn ich sage, der innere Schweinehund, wissen die meisten, worauf ich hinaus will. Ja? Dass du immer mit diesem inneren Schweinehund zu kämpfen hast, weißt du? Guck mal. Du hast ja wie zwei Ich. Der Koran spricht von Geist, Seele und Körper. Du hast jetzt alle drei in dir, richtig? Genau, hast du ja gerade so beschrieben. Ob das aber so übersetzt ist, ist eine andere Sache. Bruder, es wird so übersetzt. So, der Mensch hat Seele, Geist und Körper. Kannst du mal uns, auch den ganzen Zuhörer, erklären, wie du irgendwie drei hast, aber trotzdem nur einer bist? Das kann ich nicht erklären, weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe. Okay. Warum haben die meisten Menschen, mit denen ich spreche, ein Problem, mir das zu erklären, aber wollen Gott verstehen? Wie willst du Gott erklären oder wie willst du Gott verstehen mit deinem begrenzten Menschenverstand, wenn dein Menschenverstand schon quasi an seine Grenzen kommt, wenn es um den Mensch selbst geht? Ich weiß, aber er will es doch einfach machen, nicht schwer, Abu Hanja. Okay, das heißt, Gott soll einfach verstehen, ganz kurz, wir machen das. Genau, so einfach wie möglich, um Gott zu verstehen. Dann erklär mir du, Mensch, denn ich will dich erstmal als Mensch verstehen. Wenn es doch einfacher ist, weil Mensch ist doch einfacher zu verstehen als Gott. Also dann erklär mir mal du als Mensch, Bruder. Mensch, ich sehe mich als Gottes Geschöpf. Also meine Mutter hat mich geboren, mein Vater erzeugt, aber erschaffen hat mich mein Schöpfer. Das heißt, meine Organe, Bruder, das ist dein Fleisch. Guck mal, das ist dein Fleisch. Jetzt erklär mir mal bitte deinen Geist und deine Seele, bitte. Geist und Seele. Ja, bitte. Also Geist ist Nefs, also das Bewusstsein, ne? Der Ruh, das Bewusstsein, und Nefs ist dieser innere Schweinehund, mit dem du, diese Moral, also mit dem du immer, der dir sagt, mach ich nicht. Weißt du, was ich meine? Du hast immer mit jemandem zu kämpfen, weißt du, der in dir ist. Diese zweite Persönlichkeit praktisch. Oder das zweite Ich. Okay, nochmal. Du hast jetzt Seele, Geist und Körper. Das sagt dein Koran. Du kannst jetzt sogar googeln. Islam Wikipedia. Du kannst alles schauen. Geist, Seele und Körper, sagt dein Koran. Jetzt erkläre ich mir trotzdem nochmal. Du bestehst aus drei, bist aber nur ein Ergebener, richtig? Richtig, ja. Wieso hat dir Allah drei Sachen gegeben, obwohl du nur einer bist? Es wird aber von den sechs Sinnen gesprochen, ne? Nein, das ist was anderes, Bruder. Also, das gehört ja dazu, oder nicht? Nein, das ist gerade irrelevant. Allah hat dir drei Dinge gegeben, aber obwohl du nur einer bist. Das heißt, du heißt jetzt beispielsweise Abdallah. Gibt es jetzt einen Abdallah oder gibt es drei? Wer spricht gerade mit mir? Wer spricht gerade mit mir? Ich möchte jetzt wissen, mit wem ich gerade zu tun habe. Ergeben. Bist du noch da? Abu Hanja, ich muss mich leider entschuldigen. Ich habe was Wichtiges. Ich komme wieder. Ja, gib mir mal eine halbe Stunde. Alles gut, Bruder. Bitte. Alles gut, Habibi. Kein Problem. Danke, du warst super nett gerade. Ja, ich komme aber gerne, wieder. Gerne. So rede ich gerne mit euch. Wirklich. Gerne. Bis dann.
Gottes Segen an die Neue. Patricia, ne? Gottes Segen. Danke dir auch. Ich habe schon mal mit der geredet, Bruder. Du suchst gerade, oder? Ja, aber ich habe viel erkannt. Ich habe gestern mit jemand diskutiert, dass was im Koran nicht stimmt, aus jemand aus meiner Verwandtschaft, und die Person hat mir auch zugestimmt. Okay, was meinst du genau? Also dass da manche Sachen Gewalt sind und also TikTok sportlich und das in der Bibel halt so, wie heißt es? Gott in der Bibel will halt Besseres, also der zwingt nicht Leute dazu, was Schlechtes zu tun. Nee, Gott will ja auch nicht, dass wir sündigen. Gott will das um Gottes Willen. Gott möchte das nicht. Gott liebt uns. Aus biblischer Sicht liebt uns Gott. Also Gott, ich habe halt Mohammed und Jesus verglichen und die Person hat mir zugestimmt. Ja, ja, ist eine Katastrophe. Also die beide miteinander zu vergleichen, ist ja ganz heftig. Also das ist wie Tag und Nacht. Ich meine es jetzt nicht böse. Nein, ich meine das wirklich nicht böse Muslime gegenüber. Bitte, wenn ihr jetzt zuhört, ich meine es nicht beleidigen, aber das sind Welten untereinander. Sogar aus islamischer Sicht, sogar aus dem Koran kann ich dir zeigen, dass beide wirklich so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Sogar aus islamischer Sicht, aus der Bibel ja sowieso. Also die kannst du gar nicht vergleichen. Der eine war ein Sünder und Jesus war schon immer ohne Sünde. Schon allein, das langt ja schon. Der eine hat Menschen geheilt, der eine hat Völkermorde angeordnet. Das ist ja komplett unterschiedlich. Der eine hat 12 Frauen, Jesus kam nicht mal für eine Frau. Also da brauchen wir ja, ich kann anfangen jetzt bis morgen weitermachen. Hatte echt Mohammed 12 Frauen? Ja, und Sklavinnen, ja, richtig. Oh mein Gott. Ja, ja. Und zum Beispiel die Paradiesvorstellung im Islam ist eine komplett andere als in der Bibel. Das Gotteskonzept ist komplett anders als in der Bibel. Das habe ich noch nicht so richtig erkannt, weil mir, also ich habe ja auch sehr viel muslimischen Einfluss gehabt, auch so, deswegen, ich habe halt gedacht, das Paradies ist so genauso wie im Koran beschrieben, deswegen weiß ich nicht, wie es in der Bibel ist, ich dachte es gleich. Okay, dann gebe ich mal ein Beispiel. Wie ist die Paradiesvorstellung im Islam? Dass man dort ist und es gibt sieben Himmel. Ja, und das halt so der Mensch, also dass Allah kann den Menschen erniedrigen oder er kann ihn erhöhen. Und halt, was ich weiß, ist von diesen Flüssen. Eine ist, ich glaube, mit Honig, stimmt das? Die Paradiesflüsse. Aber was willst du damit sagen, genau? Ja, dass ich halt nicht weiß, wie der in der Bibel genau ist. Ich dachte immer, das ist auch der gleiche, so wie im Koran. Ich mach's kurz und schmerzlos, ganz kurz und schmerzlos. Die Paradiesvorstellung im Islam, du als Frau, was erwartet dich im Paradies als Frau? Gott. Okay, was noch? Ich glaub, ist es deine Vorstellung oder ist es jetzt aus islamischer Sicht so? Zum Teil aus Koran, zum Teil meine, weil ich habe das nicht alles genau gelesen, aber ich weiß halt über die sieben Himmel. Okay. Zum Beispiel jetzt die Paradiesvorstellung im Islam ist komplett eine andere als in der Bibel. Also unterschiedlicher geht's nicht. Das ist wie wenn du die nordische Mythologie nimmst und die Bibel vergleichst, so ungefähr. Also unterschiedlicher gar nicht. Kennst du Valhalla? Nein. An das, was die Wikinger glauben, also im Paradies. Und das ist so ähnlich wie im Islam zum Beispiel. In der Bibel gibt es sowas nicht. Also im Koran steht zum Beispiel in Sura 78, Vers 33. Das ist mein Lieblingsvers. Du kannst gerne mal kurz vorlesen, wenn du willst. Hast du kurz ein Handy bei dir, irgendwie sowas? Hast du eine Möglichkeit, kurz aufzuschlagen? Nein, ich habe gerade nur Handy. Also okay. Wenn ich rausgehe, dann ist ja das, hört man. Schreib kurz diese Stelle auf. Schreib dir mal kurz auf die Stelle. Ich habe keinen Stift. Okay, dann mache einen Screenshot. Jemand soll mal in den Kommentaren schreiben, die Suche. Und dann mach dir mal einen Screenshot und dann recherchiere mal über diese Stelle, okay? Okay. Schreib mal ganz kurz, Leute, Suche 78, Vers 33. Warte, ich gehe kurz raus und dann sag das nochmal. Warte, sag jetzt. Okay, Suche 78, Vers 33. Bruder, ich kann das zeigen. Ich habe ein zweites Handy. Ja. Ich habe nebenbei zugehört. Da steht, die erwarte nie die Abrechnung. Das steht da in einem Bild. Nochmal. Ich habe das jetzt gegoogelt und da steht, die erwarte niemals die Abrechnung. Suche 78, Vers 33.
Der hat irgendwas falsch gemacht. Alles gut. Ich glaube, das steht auf Englisch, aber ich verstehe das nicht. Soll ich zeigen mit meinem zweiten Handy? Ja, dann mach, Bruder, das wäre nett. Abo Belgrad, mach ihn mal kurz groß, Bruder. Er soll mal kurz zeigen, dann sieht ihr das gleich. Ich kann noch was zeigen zu Mohammed seinen 13 Frauen, weil die stehen ja auch alle im Koran, ne? Schwester. Aber warum 13? Das verstehe ich nicht. So, Urban, aber dann. Er hatte mehr als 13. Schwester, ganz kurz. Der Urban gibt dir die Quellen, mach bitte ein Screenshot, okay? Ja, alles, was du jetzt siehst, ein Screenshot machen. Okay, Bruder, jetzt kannst du. Sure 78, Vers 83. Und Mädchen mit schwellenden Brüsten und Altersgenossen. Und übervolle Schalen, dort gehören sie wieder. So, hast du es. Sure 78, Vers 33. Du kriegst auch noch kleine Jungs, ne? Du kriegst doch junge Knaben, also wenn du. Die nicht bluten. Also wenn du eher auf Jungs stehst, die kriegst du auch noch. Wie? Ja, junge Knaben kriegst du auch noch im Paradies. Als Frau? Sure 56, Vers 17, nee, als Mann. Und Sure 76, Vers 19. Ich kann dir so viel zeigen. Mensch, Essen, schlimm. Kleine Kinder, alles, du bekommst alles. Hier. Sure 56, Vers 17. Und ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Das ist dein Paradies. Die bekommst du auch. Und laut Tafsir bluten die nicht mehr. Warum muss das erwähnt werden, warum die jungen Knaben nicht bluten? Das ist doch voll schlimm eigentlich. Patricia, das Problem ist nicht nur schlimm, sondern das ist pervers. Das ist das Problem, das ist pervers. Dass du als Muslim, das gilt nicht als für die Muslime, ne? Hier geht es nur um den Muslim. Patricia. Oha, das wusste ich nicht. So, das geht also nur um den Muslim, nicht um die Muslime. Das heißt, der Muslim bekommt im Paradies Mädchen mit schwellenden Brüsten, steht im Koran. Okay? Aber ist voll schlimm, finde ich irgendwie so. Das ist pervers. Nicht nur schlimm, das ist ja ekelhaft. Sorry. Schau mal. Ich will doch nicht. Schau mal. Aber so, was heißt schwellend? Ich verstehe das nicht. Einfach meint er nur mit? Oder was heißt das schwellend? Wir schwellen. Na, schwellende Brüste. Ja. Das ist Alter, ne? Weil die Mädchen sehr, sehr jung sind, haben sie noch. Ich weiß, ich will nicht über das Thema mit einer Frau reden, aber. Guck mal. Auch nicht. Unangenehm, aber. Ein Mädchen in der Pubertät. 76, ein Mädchen in der Pubertät halt, ne? Genau. Ach so. Sie hat es. Guck mal, Sure 76, Vers 19, und unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Wenn du sie siehst, hältst du sie für ausgestreute Perlen. Also man beschreibt diese ganzen kleinen Jungs. Und weißt du, welche Kinder das sind, die ins Paradies kommen? Von wem die Kinder sind? Von wem? Das sind unsere Kinder, die Kinder der Ungläubigen. Wenn sie sterben, dann gehen sie als junge Knaben für die Männer, die auf kleinen Jungs eher stehen, ins Paradies. Und du hältst sie für ausgestreute Perlen. Und der Tafsir sagt, sie bluten nicht mal. Also du darfst sie schon genießen, diese kleinen Jungs. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, also für mich, ich will jetzt nichts Schlimmes sagen, ist das Satanismus natürlich absolut versteckt hinter einem Glauben, hinter einer Religion. Ich kann dir Sachen zeigen, du wirst heute nicht mehr schlafen. Deswegen finde ich das sehr traurig, wenn Menschen zum Islam konvertieren und nie mal das Buch hinterfragen. Zum Beispiel zu einem Muslim gehen und sagen, nein, hier steht Jungs. Nein, das ist nicht, nein, wir lesen, was die Gelehrten sagen. Und die Gelehrten sagen, das sind die Kinder der Ungläubigen und sie bluten nicht und du darfst mit ihnen machen, was du willst. Ja, das ist halt so. Herr, das ist doch schlimm. Ja, natürlich ist das schlimm. Ich habe die Sura natürlich nie gelesen, deswegen wusste ich davon nicht. Ja, viele Menschen lesen viele Sachen nicht. Klar. Weißt du, dass wenn du sogar jemanden umbringst, Allah dir die Verantwortung nimmt. Allah sagt nicht, du hast es gemacht, sondern ich habe es gemacht.
Sogar wenn du im Namen von Allah umbringst, er nimmt sogar die Verantwortung von dir. Guck mal. Sure 8, Vers 17, das ist für mich der heftig. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Guck mal, dieser Vers, wisst ihr, wie der Vers herabkam? Hier war eine Karawane, Sure 8, Vers 17, hier war eine Karawane, das waren die Quraysh, sie kamen, sie haben so eingekauft in Syrien und in ganzen Ländern, sie kamen mit vielen Reichtümern und Mohammed wollte die Beute haben. Ihr könnt das selber im Tafsir nachlesen. Und die Leute wollten die Karawane nicht überfallen, weil sie so moralische Probleme haben. Sie sagen, Mohammed, wir können diese Menschen nicht überfallen, sie haben uns nichts getan. Und dann hat Allah diesen Vers heruntergesandt und hat gesagt, nein, Mohammed, nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht ihr hast geworfen und geworfen, sondern Allah hat geworfen und damit er die Gläubigen eine schöne Prüfung von ihm unterziehe. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Ja, genau, Allah. Das ist eure Prüfung und wisset, dass Allah die List der Ungläubigen abschwächt. So, Allah. Ja, so. Kann Allah man, hat erlaubt. Ich verstehe es gar nicht. Wieso werden dann nicht Muslime Christen, wenn sie das lesen? Weil sie nicht lesen. Das Problem ist, sie lesen nicht. Das aber ist die das haben doch Problem. Augen. Nein, sie lesen ja, nicht. Ja, aber das wird ihnen gezeigt, Patricia. Das wird ihnen, Patricia, das wird ihnen gar nicht gesagt, so wie dir. Denkst du, wenn sie jeder Muslima erzählen, dass ihr Ehemann im Paradies Jungfrauen mit schwellenden Brüsten bekommt, weißt du, was die Frau sagen wird? Was? Wie bitte? Wie bitte? Und der Ehemann darf bis zu 4 Frauen heiraten. Nein, nur in Einverständnis stimmt nicht. Er muss seine erste Frau gar nicht fragen. Er kann bis zu 4 Frauen heiraten. Es geht weiter. Sure 4, Vers 34. Man darf seine Ehefrau schlagen, wenn sie frech wird. Nein, das ist aus dem Kontext. Habibi, es steht drin. Und das wissen die selbst. Nur die schämen sich. Sie wollen das nicht öffentlich machen. Warum? Damit die Leute nicht den Islam verlassen. Vor allem Frauen. Das Paradies liegt unter den Füßen der Frauen. Ach, Leute, wirklich. Ach, bitte. Bitte. Es ist so ein lächerliches Argument. Das widerspricht sich unter den Füßen der Frauen. Ehrlich? Natürlich, das ist ein kompletter Widerspruch. Liegt unter den Füßen der Mutter und der Frau. Wollt ihr mich total verarschen? Ihr kriegt oben Jungfrau mit schwellende Brüste. Hier dürft ihr bis zu 4 Frauen heiraten. Du darfst deine Ehefrau schlagen, wenn sie frech wird. Was redet ihr überhaupt? Was ist denn das? Wo ist hier bitte schon die Liebe? Wo ist hier die Liebe bitte? Das ist voll schlimm, das ist keine Liebe. Nein, das ist Polygamie, das ist Perversion. Das ist einfach nur eine Perversion, dass du bis zu 4 Frauen heiraten kannst. Was ist denn das, bitteschön? Ja, das war früher so in der Zustand, das stimmt nicht, das ist bis heute noch gültig. Das hat mit damals nichts zu tun. Die lügen einfach, weil die sich schämen. Das ist voll schlimm. Ja, das ist eklig. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Überleg mal, du heiratest einen. Er sagt irgendwann zu dir, ja, Habibti, ich habe mir so Gedanken gemacht, ich würde gerne eine zweite heiraten, nur damit du Bescheid weißt und so. Und du sagst, nein, ich möchte nicht. Ja, doch, Schatzi. Ja, warte, nein, nein, nein. Wenn ich du wäre, also egal welcher Muslime hier zuhört, ich würde mit diesem Mann gar nicht streiten. Ich würde so nur gesagt, echt, hast du echt diesen Gedanken? Er würde sagen, ja, sehr schön, die Scheidung. Weißt du warum? Dieser Mann hat dich noch nie geliebt. Weil wenn dieser Mann diese Frau wirklich geliebt hat, dürfte er niemals solche Gedanken haben. Und die auch noch zu dir äußern. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Aber dein Gott erlaubt es dir. Deswegen an alle Muslimas. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Gar nichts. Schon allein dieser Gedanke. Ja, schau mal, Bruder. Heirat mal Allah erlaubt. Ich habe eine gute Antwort darauf. Und diese Menschen, die das machen, die empfinden keine Liebe, sondern die haben nur Lust. Das ist was aber anderes. Das kommt von Gott. Es kommt ja aber von denen her. Gott, das ist das. Genau. Lust auf junge Knaben im Paradies. Lust auf kleine Jungs. Schau mal, Sure 33, Vers 50. Schau mal. Die sagen, Mohammed war so bescheiden. Er hat sich das Recht gegenüber alle Frauen auf der Welt gegeben, ne? O Prophet, wir haben dir zu heiraten erlaubt, deine Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast. Das, was deine rechte Hand an Sklavinnen besitzt. Also, der darf sogar SEX-Sklaven besitzen. Von dem, was Allah dir als Beute zugeteilt hat, sondern Frauen als Kriegsbeute. Die Töchter deiner Onkel. Väterlicherseits, die Töchter deiner Tanten väterlicherseits, die Töchter deiner Onkel mütterlicherseits und die Töchter deiner Tanten, das sind alles Frauen, die er haben darf, mütterlicherseits, die mit dir ausgewandert sind, auch eine jede gläubige Frau,
wenn sie sich dem Propheten ohne Gegenforderung schenkt. Und falls der Prophet sie heiraten will, das heißt, wenn er dich heiraten will, auch wenn du verheiratet bist, musst du ja sagen. Dies ist dir vorbehalten, unter Ausschluss der übrigen Gläubigen. Siehst du das, Bruder? Das heißt, guck mal, eine Frau im Islam muss einen Vormund haben zum Heiraten, richtig? Ein Vater, einen großen Bruder, aber für ihn nicht. Unter Ausschluss der übrigen Gläubigen darf er dich heiraten, ohne Vormund, auch wenn du ein Kind bist. Wir wissen wohl, was wir ihnen hinsichtlich ihrer Gattinnen und dessen, was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, verpflichtend gemacht haben, damit für dich kein Grund zu Bedrängnis bestehe, und Allah ist allvergebend und allbarmherzig, sehr barmherzig Allah. Mohammed hat sich das Recht gegenüber allen Frauen auf der Welt gegeben. Er darf jede haben. Auch wenn du verheiratet bist, er kommt zu dir, sagt, gib mir deine Frau. Unter Ausschluss jeder Gläubigen darf er dich haben. Ja, auch die Kinderehe steht im Koran, dass du kleine Kinder heiraten darfst. Alles. Du findest alles. Du findest im Koran wirklich jede Form des Satanismus. Ich finde eine Sache richtig schade. Und zwar, dass ich davor Mohammed verteidigt habe. Ich finde das schade, weil ich das alles nie gelesen habe. Ich finde das sehr, sehr schade. Was ist das für ein Mensch eigentlich gewesen? Ja. Danke. Danke für deine Ehrlichkeit. Wirklich danke für deine Ehrlichkeit. Tut mir echt leid sogar, dass ich war, glaube ich, gestern oder vorgestern das erste Mal in diesem Livestream oder in solchen Livestreams dabei. Und ich habe so Fragen gestellt und ich war so richtig gegen die Leute, die was gegen Mohammed gesagt haben, gerade weil ich auch Einfluss gekriegt habe, dass es ein Prophet war. Ich wusste gar nicht mal, dass es ein falscher Prophet war. Weißt du, dass er eine Frau vergewaltigt hat, TikTok schwörlich, bevor er ihr die komplette Familie ausgelöscht hat? Von der Frau? Ja. Kennst du, ich zeig dir das gleich. Warte. Was ist das für ein Mensch? Wie kann man so einem Mensch eigentlich folgen? Gar kein Mensch. Also aus sunnitischer Sicht, ja. Also ich lese hier sunnitische Quellen an die Schiiten, ich lese hier nur sunnitische Quellen. Safia, ne, er hat das Dorf in Khaybar angegriffen und hat Safia erbeutet. Das war seine Kriegsbeute, das war eine sehr hübsche Frau. Und als er am Zelt stand, da kam einer seiner Soldaten rein und sagt, Mohammed, ich habe Angst um dich. Da fragt er ihn, warum? Da sagt er, Abu Ayyub heißt der Mann, da sagt Abu Ayyub, sagt zu Mohammed, Du schläfst gerade mit Safia, obwohl du kurz davor ihren Ehemann, ihren Bruder, ihre Familie und ihren ganzen Stamm gepumptet hast. Wir haben Angst, dass sie dir was antut. Und dann hat Mohammed nur gelacht und hat gesagt, möge Gott dich beschützen. Der Mann hat eine Frau vergewaltigt, TikTok sportlich, nachdem er ihren Mann, ihr Bruder, Ehemann alle umgebracht hat, eigenhändig. Zeige ich dir auch gleich. Und er hat Eiche mitgenommen, da hat sie noch mit Puppen gespielt, ein kleines Mädchen. Ich habe keine Worte, ich will gar nicht mehr. Patrizia, hör zu, was Urban sagt, jetzt wird es sehr interessant. Wie nennst du einen Mann, der über 50 ist und mit einer 6-Jährigen was hat? Pedo. Wie alt war Mohammed? Ich meine es ja nicht böse. Ich frage dich ja extra. Ein über 50-Jähriger heiratet eine 6-Jährige und hat die Ehe vollzogen, als sie 9 war und noch mit Puppen gespielt hat. Das glaubst du nicht? Das ist nicht normal. Warte, er gibt dir die Quelle und du machst einen Screenshot. Bitte, Urban. Das ist sehr wichtig für sie, diese Quellen, weißt du? Aber wie kann ich jetzt Leute zum Beispiel rausziehen, die meiner Familie sind und denen sagen, dass die irgendwas folgen, was nicht stimmt? Ja. Alles gut, deswegen gibt es Quellen, damit du siehst. Ja, aber ich kann das denen nicht vor deren Hackfresse zeigen und die sagen mir trotzdem, das stimmt nicht, TikTok-sportlich. Ja, aber Patrizia, wichtig ist, dass du das siehst. Sie werden eh alles ablehnen, weil sie sich schämen für ihre Quellen. Sie schämen sich. Aber zu Hause in ihren 4 Wänden sagen die, Alhamdulillah, sie war so alt und jetzt. Aber nur in der Öffentlichkeit mit Europäer, für euch, für uns allen, ne? Leute, ich bin gerade nicht alleine, deswegen wartet mal kurz. Was er sagen will, die Leute, die schämen sich in der Öffentlichkeit, das zu sagen, weil dann weiß jeder, wie der Islam wirklich ist, beziehungsweise was der Prophet wirklich gemacht hat, aber zu Hause sagen die Alhamdulillah dazu. Genau. 100%, Bruder, ich
Bukhari 6130. Hier hat Aisha mitgenommen, wo sie noch mit Puppen gespielt hat. Und auf Arabisch heißt es nicht, hat mich so erschrocken wie der Prophet. Bukhari 6130, da habt ihr das. War ein kleines Mädchen. Patricia, sind deine Eltern Muslime? Jemand aus meiner Familie. Aber ich möchte welche Elternseite. Ich möchte das nicht sagen. Nein, alles gut, ich dachte deine Eltern, aber deine Eltern sind nicht Muslime, ne? Nicht beide, nein. Deine Eltern. Nein, alles gut, schon mal sehr gut. Jemand aus meiner Familie, ich habe eine sehr große Familie und ein Teil meiner Familie kommt aus einem Gebiet, wo Islam sehr verbreitet ist. Deswegen. Ja, kein Problem. Aber so für dich, für die Zukunft, Patricia, damit du Bescheid weißt, das sind diese Quellen. Es gibt natürlich tausend andere Quellen, aber du wirst total durcheinander kommen, weil es zu viele sind. Die wichtigsten sind, die ich dir gesagt habe, damit du überhaupt Bescheid weißt, dass sie immer so lügen mit, die Frauen haben Rechte. Was, welche Rechte denn? Dass sie ihren Mann teilen müssen mit drei anderen Frauen? Dass sie ihren Mann im Paradies teilen müssen mit 71 anderen Jungfrauen? Welche Rechte denn? Welche? Gar kein. Also ich finde, das ist nicht normal. Natürlich nicht. Welche Rechte? Wenn ich das nur wüsste, wirklich, wäre, glaube ich, heute ein reicher Mann. Ich frage mich immer, von welchen Rechte sie da sprechen, wirklich, von welchen Rechte. Das ist schön. Wirklich, ich krieg noch Hörner, wenn ich das höre. Rechte der Frauen. Ich bin Muslim, weil die Frau hat so viele Rechte. Ja, welche denn? Ja, welche? Oder kann ich doch bitte schnell die Quellen in Safia lesen, bevor ich runtergehe? In meiner Familie gibt es ja jetzt keinen mehr, der Kopftuch trägt. Ja. Roman. Und ich frage mich halt, mal, liebe wieso Schwester, trägt die Frau ein Kopftuch? Das verstehe ich nicht. Bukhari 402. Bukhari 402, das war keine göttliche Offenbarung der Kopftuchvers, sondern das war ein Wunsch von Omar al-Khattab. Da wollte die Sklavinnen mit den gläubigen Frauen unterscheiden, deswegen sollten die sich verhüllen. Bukhari 402. Schau mal. The History of Tabari, Volume X, also Griech 105, Omar al-Baghidi, hier, so, kannst du Englisch? Abu Huraira, while the Prophet was lying with Safia, also wo der Prophet mit Safia lag, Abu Ayyub kam in der Nacht an seine Tür, when he saw the Prophet, wo er den Prophet sah, am Morgen sagt er, Allah ist der Größte, he had a sword, also er hatte ein Schwert bei sich. He said to, also er sagte zu Prophet Mohammed, das ist die junge Frau, wo du kurz davor geheiratet hast, und du hast umgebracht ihren Vater, ihren Bruder und ihren Ehemann. So I did not trust her, und ich habe ihr nicht vertraut. Der Prophet lachte. Das steht in The History of Al-Tabari, Volume 39, Seite 185. Ich wurde sehr oft nach der Quelle gefragt. Hier habt ihr die Quelle. Macht euch einen Screenshot. Hier ist, wo Mohammed Safia geheiratet und vergewaltigt hat. TikTok sportlich. Nachdem er ihren Ehemann, ihren Vater und ihren Bruder umgebracht hat. Das ist der beste Mensch aller Zeiten. Ja, folgt ihm, Leute. Glaubt ihm und folgt ihm alle, bitte. Ja? Wie kann man glaubt jemanden folgen, der jemandem sowas antut? Richtig, ja. Wie gesagt, und Bukhari 402, ne, Sahih al-Bukhari 402, ist der Verschleierungsvers, ist ein Wunsch von Omar al-Khattab, und das war keine göttliche Offenbarung. Das ist die Biografie von Mohammed, ja. Aber im Deutschen findet ihr das nicht. Ich habe es mir auf Deutsch gekauft, Bruder. Da fehlen einfach 300 Seiten. Arabisch bist du irgendwas bei 600, 700 Seiten. Und wenn du dir auf Deutsch kaufst, hast du gerade mal so 200 Seiten. Schlimm. Ja. Aber jetzt mal so eine andere Frage. Das interessiert mich nicht mehr über Koran. Ich glaube, ich habe genug davon gehört. Und das fühlt sich einfach schlimm an. Will ich dazu sagen, mehr will ich dazu nicht mehr sagen. Einfach schlimm, was da drin steht. Eine andere Frage, wie konnte Shaitan eigentlich so böse werden? Aber wie kann das eigentlich sein? So, kann er irgendwann wieder gut werden oder nicht? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Laut christlicher Sicht, oder? Ja. Okay, laut christlicher Sicht sagen wir,
wie konnte der Shaitan so böse werden? Die sagen, mit die größte Sünde ist der Hochmut. Und der Teufel, also der Shaitan, war ein Engel. Er hat Gott gedient. Und dann wurde er hochmütig. Also er hat Gott gedient, er war ein Engel, er hat einen freien Willen. Dann ist er, wurde er hochmütig und wollte sein wie Gott. Und dementsprechend hat er sich, hat er gegen Gott gehandelt und hat sozusagen Adam und Eva im Garten Eden verführt. Dadurch sind wir Menschen auch Sünder geworden. Und da Gott den Engel gut geschaffen hat und der Engel böse wurde, hat Gott nicht direkt das Böse geschaffen, sondern wir sagen, das Böse ist die Abwesenheit von Gott, also von dem Guten. Und er hat halt einfach ihn als guten Engel geschaffen und er wurde freiwillig böse. So ist das. Und wir sagen nicht, dass er nochmal gut werden kann, weil er Gott schon so krass verleugnet hat. Was war Ihre Frage, Bruder, bezüglich jetzt dieses Thema? Ja, wieso, was mäßig der Scheitan im Christentum? Hast du vorhin zugehört, Patricia, als ich das erklärt habe, oder was nicht da? Doch schon, ich habe zugehört. Aber ich wollte halt wissen, ob man den noch so ändern kann, dass er halt wieder gut wird. Weil ich meine, so wenn Menschen ihre zum Beispiel besser Nein, nein. werden, Erklär dir, wie warum kann. nein. Ich weiß nicht, ob Erbo Belgrad das weiß. Bruder, weißt du, warum man nicht den gefallenen Engel und den Scheitan nicht vergeben hat? Weißt du das, warum? Meinst du mich? Ja. Weil der so trotzig war gegen Gott und der sucht, glaube ich, auch keine Vergebung. So Was jetzt. sagst du, Urban? Okay, der hört nicht. Du musst überlegen, Patricia, Gott vergibt ja den Menschen, wenn sie um Vergebung bitten, wenn sie Buße tun. Ja? Jetzt könnte man auch argumentieren und sagen, warum den Engel nicht und warum den Shaitan nicht? Theoretisch. Da gibt es aber ein kleines Problem. Der Shaitan, beziehungsweise die Engel, aus biblischer Sicht jetzt, ne? Die Engel in der Bibel sind erstens keine Menschen, sondern sie wurden erschaffen aus Licht. Okay? Ihnen war komplett alles bewusst, was sie da tun gegen Gott, weil ihre Aufgabe war, nicht wie wir Menschen, dass wir einen Vermittler brauchen, sie waren direkt bei Gott. Okay? Sie haben ihn gedient. Sie haben mit Absicht, wie zum Beispiel die gefallenen Engel oder der Teufel, gegen ihn gehandelt. Sie wurden hochmütig. Okay? Und ihnen war auch nicht, quasi, sie haben auch keine Interesse gehabt, wie Abu Bakr sagte, überhaupt quasi Treue zu zeigen. Das ist Verstehen Sie, Patrick? schlimm. Ja, ich Ja. verstehe. So, das ist jetzt quasi jetzt aus unserer Sicht. Aber das andere Problem ist, wie das Böse überhaupt entstanden ist. Aus biblischer Sicht ist es absolut ein freier Wille. Ein freier Wille. Er hat sich selber dafür entschieden. Aus islamischer Sicht, nein, er kann nichts dafür. Er wurde in die Irre geleitet. Allah hat ihn mit Absicht in die Irre geleitet, damit er ihn zum Scheitan macht, damit er die Menschen prüft. Punkt. Überleg mal, Allah erschafft dich, Patricia. Er erschafft dich. Du bist auf dieser Welt. Du bist eigentlich gut. Jetzt kommt Allah und sagt irgendwann: Oh, mein Geschöpf, Patricia, geh und wirf dich vor Urban nieder. Und du sagst: Nein, Allah, ich werfe mich vor niemandem nieder, nur vor dir. Und du sagst: Was? Jetzt werde ich dich verdammen. Jetzt bist du ab heute ein Teufel und keine Ahnung was. So. Dann sagst du: Okay, ja, was sollst du sonst machen, ne? Nein. Wir als Außenstehender würden sagen: Ey, stopp, warte mal. Hast du das mit Absicht gemacht, damit du die Menschen später prüfst? Sie soll böse sein. Es war vorherbestimmt. Das musste so passieren. Ja, Das ist nein, das ist schlimm. eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, weil du kannst nichts dafür. Er hat dich mit Absicht in die Irre geleitet. Natürlich hast du einen freien Willen, aber er hat dich mit Absicht in die Irre geleitet, weil er genau wusste, du wirst ablehnen. Weil du Gott ergeben bist, wirst du ablehnen, anstatt zu sagen: Oh, wahrlich, ich sehe, du wolltest mein Wort nicht brechen. Ich werde dir vergeben, aber du hast mir damit bewiesen, dass du gottesfürchtig bist. Genau wie Abraham. Er hat Abraham getestet, ob er seinen Sohn für ihn opfert. Als Allah, als Gott sah, dass Abraham sogar bereit war, seinen Eingeborenen Isaak zu opfern für ihn, obwohl es schwer war für Abraham, was sagte Gott? Stopp. Nimm ein Lamm. Er hat nur gesehen, dass Abraham gottesfürchtig war. In Islam komplett Katastrophe. Iblis zeigt sogar, er ist gottesfürchtig. Nein, du bist jetzt ein Scheitan. Du hast gegen mein Wort gehandelt. Habibi, der hat doch als gottesfürchtiger gehandelt. Ja, es war vorherbestimmt. Es sollte so passieren. Boah, das ist echt schlimm. Der tut mir voll leid irgendwie. Mir auch. Free Iblis, sage ich immer wieder.
Aber auch ist genau Iblis wie ein anderer Mensch? Ist Iblis ein anderer Shaitan oder gibt es zwei? Nein, guck mal. Der islamische Shaitan hat erstens mal mit der biblischen Shaitan gar nichts zu tun. Also das existiert Wort Shaitan, denn nicht? Das Wort Shaitan ist erstens mal nicht auf Arabisch, sondern auf Hebräisch, auf Aramäisch. Das wurde nur übernommen. So. Und auch, was hast du gesagt, ähnlich? Ich wollte halt fragen, existiert dann Iblis nicht? Na, Iblis kennen wir gar nicht. Iblis kommt in der ganzen Bibel nicht vor. Wir kennen Iblis nicht. Iblis ist eine abgewandte Form von Diabolos. Iblis auf dem Arabisch ist nicht mal ein arabisches Wort. Iblis kommt von Diabolos, aus dem Griechischen. Das haben die einfach übernommen. Dieser Begriff Iblis kennt kein Christ, kein Jude. Kennen wir nicht. Genau wie Djinns. Diese Djinns-Wesen, die gibt es nicht in der Islam, in der christlichen, jüdischen Theologie, gibt es diese Wesen gar nicht. Was ist ein Djinn? Also doch diese, ich kenne nur den vom Film. Das sind Dämonen. Aber sie sagen, es gibt gute und schlechte Djinns. Es gibt christliche, jüdische und muslimische Djinns. Die gibt es, sowas gibt es, diese Mythologie gibt es in der Christenheit nicht. Auch bei Juden nicht. Die kennen wir nicht. Das ist nur Koran, das gibt es bei uns gar nicht. Und Dämonen. Genau, und die Dämonen sind gefallene Engel. Ja, bitte. Ah, jetzt verstehe ich das besser, weil ich habe immer gedacht, das ist was anderes. Ich habe halt davor gedacht, es gibt, ich wusste halt nicht, wie Shaitan davor entstanden ist. Und dann hat jemand gesagt, dass das früher ein Engel war. Aus biblischer Sicht, ja. Aus islamischer Sicht, nein. Ach so, ja, da kann man mal wieder gucken, wie stark ich von links nach rechts immer gegangen bin. Alles gut, alles gut. Merkt ihr das? Sorry, dass ich vielleicht nicht so viel weiß, aber ja, ich habe von der Seite und von der Seite beides gehört. Deswegen ist so ein Mischmasch in meinem Kopf. Komplett unterschiedlich. Ich sag dir, aus islamischer Sicht komplett unterschiedlich. Der Shaitan ist ein Djinn, aus islamischer Sicht. Der Shaitan war noch nie ein Engel, hat mit Engel nichts zu tun, aus islamischer Sicht. Guck, da ist auch wieder unterschiedlich. Die unterscheiden sich komplett. Und woher die das haben, die Muslime, kann ich nur sagen, Allahu alam, nur Gott weiß, woher die das haben. Das hat mit der Bibel nichts zu tun. Diese Djinn-Wesen, das kennen wir gar nicht. Also aus biblischer Sicht sind das alles Dämonen. Alles dämonisch, weil das kennen wir nicht. Dämonisch, die waren doch früher auch Engel, oder ist es einfach so schwarze Gestalt? Weil das hat jemand mal gesagt, so, jemand hat zu mir gesagt, so, das Shaitan von Dings von ein Engel war und dann wurde er nach unten geschuckt und hat so sein Paradies gekriegt, so also von für schlechte Menschen. Und diese Dämonen sind eigentlich so wie schwarzes Licht, stimmt das? Weil das hat man mir so erklärt. Ein Moslem oder wie? Ich kann mich nicht erinnern, aber so wurde es mir erklärt. Ja, er hat keine Ahnung, von was er da spricht. Wenn du Fragen hast, Patrizia, in Zukunft, folge bitte Abo Belgrad. Folge mir und also mir folgst du ja sowieso. Folge auch Urban. Ich glaube, aber Belgrad folgst du auch, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, macht sie. Aber erstmal danke, dass ihr mich so aufklärt. So, das hat bis jetzt keiner so gemacht. Weil das Problem ist, die ich frage, zum Beispiel, die jetzt muslimisch sind, die sagen zu mir eines, aber versuchen mich auf die Seite zu ziehen. Und die christlich sind, die sagen mir auch anders und versuchen, die mich auf die Seite zu ziehen. Also ich weiß dann am Ende nicht, wen ich zuhören soll. Die eine mache andere schlecht und die andere machen die andere schlecht. Und deswegen, höre ich besser jemand an, der sich mit beidem auskennt. Genau, deswegen sag also, ich wenn du mir, Abu Urban, ja bitte. Wenn du mir folgst, bekommst du die schonungslosesten Quellen. Und ich rede nur aus ihren Quellen. Ich bin kein Missionar. Ob du Christin wirst, das weiß nur Gott. Das interessiert mich nicht, weil wir bekommen dafür kein Hasanat, wenn wir jemanden zum Christentum bringen. Weißt du, was Hasanat ist? Was ist das? Weißt du, was Hasanat ist? Nein, hab mir nicht erklärt. Wir bekommen keinen Lohn bei Gott. Wir bekommen keinen Lohn. Wenn ich dich... Sag, Bruder, sag. Alles gut. Mir ist eh laut, Bruder, ich küsse dein Herz. Okay. Hasanat, Patricia, das lehnt das Christentum komplett ab. Hasanat sind Pluspunkte, dass du quasi Pluspunkte bei dem Herrn bekommst, indem du zum Beispiel jetzt, wenn du fastest, wenn du betest, wenn du was Gutes tust, dann kriegst du Pluspunkte bei Gott, aus islamischer Sicht. Genau, wie so ein Videospiel, musst du dir vorstellen. Genau, wie ein Videospiel. Genau, du sammelst immer Pilze, wie bei Mario, genau. Du sammelst Taler, ne? Ne, wirklich so. Okay, aber das habe ich früher auch geglaubt, irgendwie. Ja, das ist wirklich so. Du kriegst wie beim Mario-Spiel, du läufst, ding, 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 die ganzen Taler nimmst du
Und so mehr Taler du hast, umso mehr Pluspunkte. Und das heißt dann, ganz kurz, dann gibt es ja auch noch diese Pilze, grüne, für ein Leben, zwei Leben, drei Leben, kennst du doch, ne? Ach so, richtig? Ja, das kenne ich. Sehr schön, ich muss es jetzt auch so ein Beispiel geben. So. Und danach, ja, wirst du bewertet, wenn du diesen Level da beendet hast, ja, steht auf einmal, Patricia hat ungefähr 120.000 Taler quasi gesammelt. Ne? Jetzt kommt's. Wenn du aber Schlechtes tust, gehen von diesen Taler vieles ab. Aber wenn du zu viele hast, dann überwiegst du. Das ist zum Beispiel im Islam. Das heißt, Gutes... Und am Ende, Bruder, kommt Heidi Klum. Am Ende kommt Heidi Klum in Jannah und sagt, ich habe für dich leider kein Foto heute. So ist es aus ihrer Sicht. Aus biblischer Sicht gibt es sowas gar nicht. Gibt es sowas gar nicht. Mit Pluspunkte, Minuspunkte und da gibt es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich so geglaubt habe. Also auf jeden Fall, ich kann ja nur sagen, beides Einfluss. Ich habe damals geglaubt, und jetzt noch vor dem, bevor du das gesagt hast, ich habe geglaubt, also mir sind viele schmerzhaften Dinge leider widerfahren im Leben. Und dann habe ich gedacht, mit denen sammle ich mir Punkte, dass ich im Paradies besser abschneide als die anderen sozusagen. Und dann habe ich noch so geglaubt, ja, wenn ich eine böse Sache tue und dann um Verzeihung bitte, es wird mir vergeben. Und jemand hat immer wieder gesagt, wenn ich Kaaba anfasse, aber das habe ich nicht wirklich geglaubt. Und dann noch hat man mir so gesagt, wenn ich jetzt schlimme Sachen mit mir passieren, dann bekomme ich 10-mal Besseres zurück oder sowas. Siehst du? Weißt du, wie Allah vergibt? Weißt du, wie Allah vergibt? Kennst du Allah? Guck mal, und das Vergebungskonzept unseres Gottes. Ich kenne eine Sache, Gottes. Da sagt man halt, also eine Sache, da hat ein, glaube ich, gesagt, wenn eine Sünde kann dich zum Paradies bringen, wenn du darum um Verzeihung bittest. Sowas habe ich halt gehört. Genau, schau mal. Wir sagen, jede Sünde hat einen Lohn. Also das heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, eine Sünde... Jemand Gameboy gespielt? Wie soll ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf Arbeit. Passend zum Thema, Bruder. Guck mal, schau mal. Unser Gott kam auf die Erde und hat gesagt, ich nehme die Sünden der Menschen auf sich. Was macht Allah? Du kennst doch die Zahl 6 mal die 6, ne? Die hat ja eine Bedeutung bei uns Christen. Das ist ja für uns eine teufliche Zahl. Gehen wir ins Sahim. Genau. 666 kennst du nicht, oder? Doch, kennst du. Hallo? Nee. Guck mal, die 666 ist... Genau, die 666 ist bei uns die Zahl des Todes, des Teufels, ne? Des Tieres, das Malzeichen. So, gehen wir auf die Überlieferung in Sahih Muslim. 6666, was für ein Zufall. Nimmt Allah die Sünden der Muslime, auch wenn sie Berge voller Sünden haben, nimmt er sie hinweg und gibt sie den Juden und Christen und schickt sie in die Hölle. Das ist Vergebungskonzept von Allah. Ja, was ist denn bitte logisch im Islam? Also nach Logik brauchen wir nicht zu suchen. Ja, Sahih Muslim 2767a, D und Sahih Muslim 66666. Und da gibt es doch eine interessante Geschichte. Eine Sklavin hat den Urin von Mohammed getrunken und Mohammed hat gesagt, du hast dich damit vor dem Höllenfeuer bewahrt. Also Allah hat sehr interessante Möglichkeiten gefunden, die Leute vor den Höllenfeuer zu bewahren, aber unser Gott, ne, ist ein echter Gott, hat gesagt so, ich nehme die Sache selbst in die Hand, ich mache das für meine Kinder, Kinder Gottes. Aber Allah sagt, der ist eh Juden- und Christenhasser, weil es gibt Buddhisten, Hinduisten, es gibt Atheisten, warum gibt er ihnen nicht die Sünden, warum gibt er sie uns? Frag dich das mal, warum Allah so sehr Jesus Christus hasst, obwohl die Muslime sagen, warte mal, Jesus Christus wird so oft im Koran erwähnt. Na und? Ihr habt im Koran eine komplette Sure, die nach einer Kuh benannt ist oder nach einer Spinne. Heißt das, dass die Kuh jetzt von euch verehrt wird? Nein, es ist mir egal, wie oft ihr Jesus erwähnt. Allah hasst Jesus Christus. Okay, ganz kurz, Bruder Herz. Da schreibt einer mit einer schwarzen Flagge mit arabischer Schrift, folg mir, Patricia, damit er dir den Islam erklärt. Ganz kurz. Nein, nicht privat. Komm doch hoch. Dann sieht doch Patricia, wie ich mit dir rede. Du bist Muslim, ich bin ein Christ. Nur wir beide. Dann sieht doch Patricia, sie hat jetzt viele Fragen. Komm doch hoch. Erklär uns mal über die Jungfrauen, über diese ganzen Themen. Komm doch mal hoch kurz. Nicht privat. Stell dich doch.
Patrizia will doch die Antworten hören von euch. Ehrlich, ich will nur eine Sache dazu sagen. Ich will niemand beleidigen oder so, wenn ich jetzt dem nicht folge. Aber ich habe halt Angst, dass ich wieder beeinflusst werde und verwirrt bin. Deswegen. Weißt du, wann das passiert, Patrizia? Indem du in ihren Streams gehst. Geh nicht mehr in ihren Streams, weil der Teufel verführt. Bleib einfach, so wie ich dir gesagt habe, folge Abo Belgrad, Mia, Urban. Bleib in diesen Streams und geh nicht mehr in ihren Streams. Okay. Weil du verführst dich selber. Wenn die mit solchen Sachen kommen, halt so, wie kann Mensch Gott werden? Wie kann Gott auf Toilette gehen? Komm zu mir, ich zeig dir aus ihren Quellen alles, dass Allah auf Toilette geht, dass Allah sterben wird. Alles, was sie bei uns sagen, dass Allah essen muss, ich zeig dir das. Egal, was sie bei uns finden, ich zeig dir das aus ihren Quellen. Glaub aber ihnen nicht, das sind alles. Na, Patrizia, natürlich nicht. Er muss gar nichts. Guck mal, ich sag dir nochmal, Patrizia. Wenn du nach der Wahrheit suchst, dann geh nicht wohin, wo es dunkel ist. Dann geh dahin, wo das Licht ist. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Mohammed sagt nicht, ich bin das Licht. Bleib da. Folg Abu Belgrad, folg mir, folg Urban. Bleib in unseren Streams. Geh nicht mehr in ihre Streams. Ich glaube nicht, dass du an einen Gott glauben willst, der dir Jungfrauen verspricht. Mit schwellende Brüste. Das glaube ich nicht, oder? Und junge Knaben. Und junge Knaben, die nicht also gluten. Schon allein das. Warum, Bruder, warum wird extra erwähnt in den Tafsir, dass sie nicht bluten? Warum muss das extra erwähnt werden? Richtig. Dass diese Kinder der Ungläubigen, die sterben, als SEX-Sklaven für die Männer nach oben gehen, die lieber kleine Jungs anfassen. Warum wird erwähnt, dass sie nicht bluten? Damit du die schön genießen kannst, die kleinen Kinder. So. TikTok-Sport. Es gibt noch viel mehr Sachen. Ich könnte dir sogar Quellen zeigen, wo ein Mann im Paradies einen Palm-PINS bekommt. Okay? Und die Frau einen Hintern von 1,3 Kilometer. Was machst du mit dem allen? Was machst du mit so einer Palme unten in der Hose? Ich könnte dir so viele Sachen sagen, Patrick. Ich schäme mich sogar, sowas zu erwähnen. Das ist eklig. 1. Korinther 7, 3, 6 steht auf Griechisch, dass eine Frau über ihre Blüte hinaus reif sein muss. Danke, dass du diesen Vers erwähnt hast. Mein muslimischer Bruder, so wie können wir zeigen, dass Kinderehe bei uns absolut verteufelt wird. Die Bibel sogar nochmal sagt, eine Frau muss über ihre Blüte hinaus reif sein. Danke. Absolut. Deswegen, es gibt sogar eine Quelle, die Sahih von Sahih Muslim besagt, wenn eine Frau mit ihrem Mann nicht schlafen will, weil Beispiel der Mann möchte jetzt mit seiner Ehefrau schlafen, und die Frau sagt, ich möchte nicht. Weißt du, was Allah sagt? Er schickt Engel, die dich bis morgens früh verfluchen, weil du ihnen quasi ja, einen Korb gegeben hast. Und du sagst, ich möchte nicht mit dir S-E-X machen. Findest du, dass das kommt von Gott, der sich in euer Ehebett einmischt, in euer Sexleben? Ich denke nicht. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Ehemann. Was will der Gott überhaupt? Du hast ihn doch geheiratet. Das ist eine Sache zwischen euch beiden. Und du sagst, nein, ich möchte nicht. Warum? Vielleicht bist du sauer. Vielleicht hast du, keine Ahnung, dir geht's schlecht. Was auch immer. Ist ja auch egal, welcher Grund. Du sagst nein. Und dann sagt Allah, was? Du gibst deinem Mann nicht das, was er will im Ehebett? Allah schickt Engel, die dich verfluchen. Und die Quelle, die können wir dir geben. Deswegen sage ich dir, wenn du möchtest, komm heute Abend. Patrizia, ich kann dir die ganzen Quellen zeigen, dann kannst du dir alles aufschreiben, die sind alle authentisch und dann hast du sie quasi für dich als Beweis und danach kann dich keiner mehr verarschen. Okay? Gerne, also kann man machen. Ich habe auch schon gestern von der Bibel ein paar Sachen gelesen und mir auch sehr viel auf TikTok angehört, so Sachen, wo ich das so viel verstanden habe. Ja, kein Problem. Wie gesagt, Patrizia, mach mir nur diesen Gefallen, auch für dich selber. Wenn du nach der Wahrheit suchst, dann bitte geh nicht mehr in ihre Streams, weil die sind nur am Lügen. Ja, nur am Lügen. Weil wie kann man so einen Menschen überhaupt folgen wie Mohammed? Wie kann man ihm überhaupt folgen? Ich sage dir, ich würde jeden glauben, aber nicht diesen Menschen. Weil er ist moralisch, nicht nur moralisch, auch theologisch eine reine Katastrophe. Ich glaube an jeden Propheten, der in der Bibel vorkommt. An jeden. An jeden Propheten glaube ich. Aber er ist nicht mein Vorbild, merkt ihr das? Kein Christ wird sagen, Moses ist mein Vorbild. Kein Christ wird sagen, König David oder Salomo ist mein Vorbild. Weil die kommen immer mit, Salomo hat 100 Frauen gehabt, 1000 Frauen. Er ist auch nicht unser Vorbild, Habibi. Unser Vorbild ist nur Jesus Christus. Unser Vorbild ist Jesus Christus. Denn ihr Vorbild ist wer? Ist Mohammed, der 12 Frauen geheiratet hat. Und die jüngste war 6, der euch Jungfrauen im Paradies verspricht. Der euch erlaubt, bis zu 4 Frauen zu heiraten.
indem er sagt, ihr kriegt im Paradies einen Palmen-Jarak. Was ist denn das, Mann? Ein Riss? Wie bitte? Ein Palme was? Ich denke, ich habe das nicht verstanden. Willst du auf Deutsch nicht sagen? Nein, ich weiß schon, was das bedeutet. Ich kann auch ein bisschen Arabisch, aber das. Palmen, ich habe gedacht, ich kann mein Ohren nicht hören. Palmen, hat er gerade ja Punkt gesagt? Einen Palmen-Eiri. Daran glauben die, ist was? Der Wahnsinn. Als ja. Ja. Die müsste irgendwie 72 Frauen bedienen. Ja, ehrlich. Steht in deren Quellen. Ich will keinen Koran mehr lesen, ich bin fertig damit. Deswegen sage ich doch zu dir, schon allein das mit Jungfrauen, mit schwellende Brüste, und er kriegt einen Palmen-Eiri oben und keine Ahnung, was ist denn das, Mann? Was ist denn das? Wie kann man sowas glauben? Ja, oh mein Gott, ich hab das gar nicht. Ich check das gar nicht, wieso Leute das folgen. Ich war selber schock. Ich so, was? Ich check es immer noch nicht. Ja, und ey, das ist Wahnsinn, wirklich. Sorry, für die Leute, die es verstanden haben. Ich musste das sagen, ey. Sie versteht es uns nicht anders. Sorry. Sorry, aber Patrick. Wie soll er den, eine andere Frage, wie soll er den tragen, wenn es wie eine Palme ist? Weiß ich nicht, der kriegt wahrscheinlich Blutdruckprobleme. Wie eklig. Guck, ich will nicht mehr weiterreden über das Thema. Auf jeden Fall. Ich sag... Auf jeden Fall ekelhaft. Aber Michael, du kannst weiterreden, Bruder. Oh, Bruder, ich kann nicht mehr, ja? Ja, Bruder, sorry, Mann. Das muss mal gesagt werden. Das ist doch nicht normal. Wie kann man sowas glauben? Ja. Wahnsinn. Das kannst du wirklich keinem erzählen, Bruder. Das kannst du keinem erzählen. Guck mal, ich schäme mich sogar, das zu erzählen. Und wir glauben nicht daran. Wir schämen uns und wir glauben nicht daran. Wir schämen uns schon, dass ich das erwähnen muss. Es steht im Koran, Sure 78, Vers 33. Du kriegst Mädchen mit schwellenden Brüsten. Habibi, was ist denn das? Was mache ich im Paradies? Ich will Gott sehen. Ich möchte Propheten sehen, meine Familie sehen. Was für, denkst du, ich will dort rumrennen mit so einer Palme und sagen, ja, hey, Allah, 72 Jungfrauen, alle bücken bitte. Alle bücken. Ich finde irgendwie, das hört sich an wie ein Bordell, TikTok sportlich. Ja, ja. Bücken. Barakallahu fikak. Ich habe einmal so auf TikTok gesehen, da war ein Imam aus Palästina und der hat darüber geredet, so von den ganzen Jungfrauen. Ich habe so ein, irgendwie, ich war so geschockt. Ich so, echt jetzt? Und ich war so voll so im Schock. So, als ob es das Einzige ist, über was er reden konnte. Ja, ich sagte, ich musste mich beruhigen erst gerade. Altersbeschränkung. Nein! Doch. Oh, Mann. Oh, Allah. Wegen wen? Wegen Patricia? Nein, wegen Dings, wegen Thema. Wegen Thema. Ja, guck mal, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. TikTok übertreibt voll, Bruder, ehrlich. In anderen Streams, ne, die sagen so eklige Sachen, da passiert nichts. Und ich muss jetzt mal TikTok sportlich sagen oder INS und keine Ahnung was. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Aber muss Bruder, man jetzt TikTok sportlich sagen? Ich habe sogar auf Arabisch gesagt, Eiri, und sogar das wird, das gibt's doch gar nicht. Aber das Ding ist, ne, wir haben ja nur aus deren Quellen zitiert, also darf laut TikTok eigentlich der Koran hier gar nicht vorgetragen werden, weil das kinderfeindlich ist eigentlich. Also. Oh, das ist ein gutes Argument. Ah, Patricia, Sie haben eine andere Frage. Stell dir mal vor, du siehst einen muslimischen Vater, er hat Kinder, er hat Frau, jetzt kommt irgendwann die Tochter, die ist in der Pubertät. Die ist 14, 15, sagt, Papa, ich habe eine Frage. Ich habe in TikTok ein Video gesehen, die reden da irgendwas mit Jungfrauen, keine Ahnung was. Papa, die sagen, das steht im Koran, Sura 78, Vers 33. Papa, kannst du mir das erklären? Und der, er geht zu deiner Mutter. Hä, warum? Das ist doch das Buch, das Wort Allahs. Du kannst doch mit mir darüber sprechen. Du bist doch mein Wali. Mein Vormund, mein Wali. Erklär mir das, bitte, Papa. Ja, Albi, erklär mir das. Dann sagt er, okay, Tochter. Setz dich mal erstmal hin. Wie bitte, was war deine Frage? Ja, Papa, Sure 78, Vers 33. Kann ich das bitte lesen? Er würde sagen, ist es so wichtig für dich? Ja, Papa, Paradies, Paradies. Wir wollen doch alle in den Jannah.
Okay, meine Tochter, wir lesen mal vor. Wahrlich, für den Gottesfürchtigen gibt es einen Gewinn. Das kann ich sogar schlau auswenden. Gibt es einen Gewinn? du kriegst Beeren und was war noch? Beeren und Trauben. Trauben, irgendwie sowas, Traubengehege, keine Ahnung. Und Mädchen mit schwellender Brüste. Was, Papa? Was bekomme ich da? Himbeeren? Johannisbeeren? Was? Ja, und Mädchen mit, ja, und, ja. Ja, wie Mädchen? Papa, da steht Mädchen mit schwellende Brüste? Was ist denn das überhaupt gemeint mit schwellende Brüste? Ja. Kannst du mal deine Mutter fragen vielleicht? Nein, Papa, das ist doch das Wort Allahs. Erklär mir das mal bitte. Ja, wie soll ich dir erklären? Ja, und das wäre unangenehm. Wie willst du deiner Tochter erklären, dass ihr Bruder ist Ahmed, ihr Bruder Ahmed und ihr Vater Ahmudi im Paradies 72 Jungfrauen bekommt? Erklär das mal bitte deine Tochter. Bitte, erklär mal das bitte deine Tochter. Das möchte ich mal sehen, bitte. Das möchte ich mal sehen. Das möchte ich mal sehen. Ja, reden die nicht, weil die sich schämen dafür. Weil die sich schämen. Ja, ganz einfache Sache. Und ich sage dir eine Sache. Ich schäme mich selber, überhaupt darüber zu sprechen. Ich schäme mich selber. Ja. Ich schäme mich selber da. Du merkst selber, wie unangenehm es für mich und für den Bruder Abu Belgrad ist. Und glaub mir, es ist für jeden unangenehm, auch für die Frau. Du, ja, die fragt ihr Vater, Papa, erklär mir mal bitte. Papa, was meinen die? Dann komme ich von der Seite, sag Assalamu alaikum. Es gibt 9 Stellen im Koran, wo über die Huris gesprochen wird. Es gibt 9 Stellen im Koran, wo über die Jungfrauen gesprochen wird. Die werden sogar beschrieben. Große Augen. Schöne große Augen. Ja, eine schöne helle Haut. Man kann sogar ihre Knochen durchsehen. Wie eklig. Was ist denn das? Ihre Brüste werden sogar beschrieben. Das hört sich aber ein bisschen wie Zombie an. Ja, für die ist es wahrscheinlich geil. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden die sowas schön. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, sogar wenn sie, keine Ahnung, wie beschrieben wird, ne? So Topmodel, ist ja kein Problem. Aber was machen wir mal? Es geht ja eigentlich darum, nicht nur wie die beschrieben werden, was macht man im Paradies mit denen? Was macht man mit den Jungfrauen mit schwellende Brüste im Paradies? Bitte, wie kann sowas von Gott kommen? Ich meine das nicht böse. Ey, guck mal, meine Freunde im Privat, ne? Ich habe wirklich fast nur muslimische Freunde. Und ich sage dir eins, sie möchten nicht über das Thema sprechen. Sie lachen selber und sagen, ah Bruder, lass es jetzt einfach. Ich sage, Bruder, ich kann sowas glauben. Ah Bruder, jetzt lass du so, lachen selbst. Weil meine Kumpels sind alles fast Libanesen, ne? Sind alles Muslime. Und die sagen auch, ah Bruder, lass uns, die lachen selber, die lachen selber. Ach Bruder, lass uns so, ach komm und so, warum? Sie schämen sich dafür, das ist das Problem. Und manche, habe ich auch schon erlebt, ja warum nicht? Alhamdulillah, Bruder, jedermann will doch oben Frauen haben. Vorgestern war es Isam Bayam, da war einer bei Isam Bayam, der sagt, ja, im Paradies kriegt man Jungfrauen mit schwellender Brüste, Suche 78, was er gesagt hat. Ja, möchtest du, sagt er zum Gast, ja, möchtest du Frauen mit hängenden Titten oder was, TikTok-sportlich? Was ist das für eine Aussage? Also er bestätigt es und sagt, ja, möchtest du Frauen mit hängenden Titten, TikTok-sportlich? Bruder, was ist das für eine Aussage? Also er ist auf jeden Fall dafür. Er findet es ja geil, ne? Hayat. Oh mein Gott. Isam Bayam hat es bestätigt zum Gast. So, ja, ich glaube nicht, dass du Frauen mit hängenden Titten willst, TikTok-sportlich. Das ist dein Argument? Puh, Alter, du Ekelhafter. Sorry, wenn ich das mache. TikTok-Sport, ich bitte verzeiht mir, Geschwister. Ekelhaft. Ich muss so sein, weil es ekelhaft ist. Ja? Ihr redet mit jemandem und er sagt, ja, möchtest du Frau mit? Schämst du dich nicht? Vielleicht hört gerade eine Schwester von dir. Vielleicht hört eine, die im Alter deiner Mutter ist. Schämt euch nicht? Hast du keinen Respekt? Habt ihr keinen Respekt? Schlimm. Ja, stell dir mal vor, deine Cousine, deine Schwester, deine Ex-Freundin, deine zukünftige, die hören mit, wie er sagt, ja, möchtest du Frau mit hängenden Titten oder was im Paradies?
schäm dich. Schäm dich einfach. Einfach schämen. Eigentlich ist der Sinn, ins Paradies zu kommen, ist doch Gott zu sehen. Oh, wie schön. Danke. Danke, 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 danke. Genau das ist auch die Vorstellung von mir und Abu Belgrad. Jeder Mensch hat eine Vorstellung, egal wenn ich gefragt habe, ne, egal wer. Egal wer, ne? Ich muss gerade lachen, wenn alle geschrieben hat, du, genau. Jeder Mensch, den ich gefragt habe, wie stellt euch das Paradies vor? Jeder hat gesagt, ja, ich würde gerne meine Familie sehen, immer auch die Menschen, die gut sind. Aber keiner hat gesagt, ich würde dort gerne irgendwas Perverses tun. Hat mir doch keiner gesagt. Keiner. Keiner hat mir sowas gesagt. Außer so ein Perverser, wahrscheinlich so ein Kranker. Aber sonst sagt jeder Mensch mit wirklich einem gesunden Menschenverstand, sagt sowas nicht. Aber eine Sache, die ich glaube im Paradies schon gibt, wenn du jemanden wirklich geliebt hast und dieser Mensch ist vor dir gegangen und du gehst irgendwann auch, dann siehst du diesen Menschen dort wieder. Dieser Mensch wirst du nur sehen, ja, wenn er Jesus Christus als sein Herr und Gott angenommen hat, dann ist er errettet. Alle anderen, die Jesus... Dieser Mensch hat ihn leider nicht anerkannt, deswegen... Dann wirst du diesen Menschen nicht sehen. Du wirst auch oben nicht deine Mutter erkennen, weil das sind alles Geschwister. Wir Menschen werden alles Geschwister sein. Du wirst die Menschen, die du liebst, nicht unbedingt sehen. Nein, du wirst nur die Menschen sehen, die Jesus von Herzen geliebt haben. Nicht dich geliebt haben. Im Paradies werden wir die Menschen sehen, die Jesus Christus von ganzem Herzen geliebt haben und anerkannt haben, dass er Herr und Gott ist und ihr Retter. Weil die Liebe Gottes ist als erste Stelle für uns Christen, nicht die Liebe eines Menschen. Die Liebe eines Menschen ist zweitrangig. Erster Platz ist bei uns die Liebe zu Gott, zu unserem Schöpfer. Das ist die wahre Liebe. Und wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, wenn du wirklich Jesus Christus von ganzem Herz und Seele, sagt auch die Bibel, dann weißt du wirklich, was Liebe ist. Liebe ist nicht irgendeine Perversion. Es gibt Männer, die denken, sie können mit ihren Freundinnen oder Frauen so umgehen, wie sie wollen, nur weil die in dem Moment geil sind oder keine Ahnung was, ne? Aber vergessen auch, dass das auch viel mit Liebe zu tun hat. Eine Frau zu heiraten ist nicht einfach wegen einer Perversion. Nein, du heiratest, weil du sie liebst. Du willst mit ihr dein Leben mit ihr teilen und verbringen. Und gottesfürchtig leben. Okay? Das vergessen, gesagt. Das vergessen sehr, sehr viele. Viele vergessen das. Das Leben dreht sich nicht um dieses eine da, ne? Das ist schön gesagt, aber ich habe leider auf den Shaitan in einer Engelsmaske einmal in meinem Leben getroffen. Ja, das ist... traurig, ich sag dir, wie es ist. Es ist sehr, 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 sehr traurig. Und es gibt leider viele Shayatine, ja, sehr, sehr viele. Und du wirst immer einen Teufel treffen, der weit von Jesus entfernt ist. Wenn jemand wirklich Jesus Christus im Herzen hat und ihn angenommen hat. Er hat ihn im Herzen. Er hat sogar zu mir gesagt, ich will jetzt grob sagen, was für ein Mensch es war. Man kann sich das denken, wenn ich das so sage. Aber es war ein Mensch, dem ich mein Herz geschenkt habe und ich hab für ihn gebetet. Und also er hat Jesus nicht anerkannt, für mich war das kein Problem. Ich habe gedacht, so, ich werde für ihn beten. So. Und dann ist es passiert, wo ich angefangen habe, über den Koran zu lesen, weil ich ihn verstehen wollte. Und es ist halt so passiert, dass dieser Mensch hat mit mir Zeit verbracht. Und ich war so, ja, ich dachte, ich werde ihn heiraten. Und ich bin glücklich, dass nichts passiert ist. Aber dieser Mensch hat von mir eine Sache verlangt. Ich habe Nein gesagt. Dann hat er gesagt, ist doch egal. Ich so, aber Gott will das nicht. Und der so, ja, ist doch nicht so schlimm. Und in dem Moment habe ich gecheckt, dass es ein Shaitan in einer Engelsmaske ist und es hat sehr weh getan, leider. Und zum Glück ist nichts passiert. Gott hat mich von ihm weggemacht. Genau. Deswegen sage ich der Patricia, wie kannst du prüfen, ob es wirklich der eine oder richtige Gott ist? Indem du siehst, was Gott in der Bibel sagt. Gott sagt, er ist die Liebe. Er ist Liebe. Gott ist Liebe. Steht in der Bibel. Gott ist Liebe. Ja. Okay? Gott sagt in der Bibel, er ist die Liebe. Und wer die Liebe nicht hat, hat Gott nicht. Das sagt die Bibel. Unsere Liebe richtet sich nur als erste Stelle an Gott. Unser Herr Jesus Christus ist Gott. Wir lieben ihn von ganzem Herzen. Wir sind richtige Gottergebene. Wir sind Gottergebene. Wir ergeben uns nicht an irgendeinen Propheten. Das ist ein Mensch, ein Sünder. Moses, Abraham, David, ich sage immer auf Arabisch, tut mir leid. Salomo, das sind alles Propheten, aber nicht unser Vorbild. Das sind nicht unsere Vorbilder. Das sind nicht unsere Vorbilder. Wie Mohammed. Für Muslime ist Mohammed der beste Mensch. Die machen alles, was er gemacht hat. Die ziehen sich kürzere Hosen an, über den Knöchel, weil er es auch hatte. Sie essen nur mit der rechten Hand.
weil er es gemacht hat. Sie dürfen nicht mit einem Schuh rumlaufen, weil es haram ist. Bitte was? Mohammed sagte, lauf nicht mit einem Schuh, muss beide Schuhe anziehen. Was ist denn das? Ich kann auch ohne Schuhe laufen. Trotzdem glaube ich an Gott. Verstehst du, was ich meine? Es ergibt für mich gar keinen Sinn. Weiß ich, mein Arbeitskollege ruft an, warte. Genau, das ist das Ding, was er sagen möchte, ist, unser Vorbild ist Jesus Christus und der Vorbild von den Muslimen, aber den können sie auch Mohammedaner nennen, er ist halt Mohammed. Wir folgen Jesus nach, sie folgen Mohammed nach. Mohammed haben wir dir gezeigt, was er alles getan hat in den Quellen. Eine 6-Jährige geheiratet und mit 9 die Ehe vollzogen. Du weißt, was es bedeutet, Ehe vollzogen. Chakalaka, ich hoffe, du verstehst das, ne? Ich verstehe jetzt. Und sie hat noch mit Puppen gespielt und deswegen, wir folgen Jesus Christus, er hat eine Frau nie angefasst, nicht mal angeguckt. Und das ist unser Vorbild der Christen, deswegen nennen wir uns Christen, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Er ist halt der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Vergleichst du die beiden selbst aus dem Koran, Jesus und Mohammed, wird dir einfallen, das ist sehr, sehr schwierig. Also schwierig für Mohammed. Weil wenn du die beiden vergleichst, dann hast du ein Problem. Weil Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes. Jesus sagt, ich werde gekreuzigt. Jesus sagt, man darf keine 4 Frauen haben. Jesus sagt dies, Jesus sagt das. Mohammed widerspricht Jesus in dem. Das bedeutet, ich muss mich entscheiden. Jesus ohne Frau hat Frauen perfekt behandelt, beispielsweise. Und Mohammed, wie er Frauen behandelt hat. Nur als Beispiel, es gibt so, so viele Punkte. Jesus sagt selber, im Himmelreich sind wir nicht mehr Mann und Frau, sondern wir sind wie die Engel. Wir haben nicht mehr diese Gelüste wie die Menschen. Das Einzige, was wir tun möchten, ist Gott anbeten. Ja. Wie die Engel. Das ich will kurz einen Mensch aus den Kommentaren eine Frage beantworten. Jemand hat mich gefragt, wieso willst du für einen Mann konvertieren? Dazu möchte ich gerne antworten. Ich würde niemals für einen Mann konvertieren, weil man darf einen Menschen nicht mehr lieben als Gott. Und wenn du konvertierst für einen Menschen, dann tust du es nicht für Gott. Und genau das würde ich für keinen Mann tun, weil wenn ich Gott liebe, dann werde ich nicht für einen Menschen konvertieren, wo ich glaube, dass seine Religion falsch liegt. Meine Aufgabe, die ich gefühlt hatte, war, ich wollte verstehen, was er denkt. Ich wollte verstehen, wie er glaubt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. So richtig so. Warte, mein Mikro war aus. Ja, dann habe ich halt gelesen und mich damit beschäftigt. Also, weil ich ihn verstehen wollte. Ich wollte wissen, was seine Intuition ist, warum hat er mir wehgetan und wieso konnte er nicht annehmen, dass ich gesagt habe, das, was du von mir verlangst, ist für Gott nicht okay. Und ich wollte verstehen, wie kann es für ihn okay sein? Steht das im Koran? Und ich habe ihm gesagt, so, ich möchte das nicht, Mann. Gott sieht mir zu. Und er hat gesagt, ist doch nicht schlimm. Ich so, nein, es ist schlimm. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Es hat mein Herz verletzt und dass diese Person, die mich jetzt das gefragt hat, in den Kommentaren einfach versteht, ich wollte ihn verstehen. Das war mein Ziel. Das ist der Wahnsinn. Was ist für ein Geräusch manchmal? Sie hat Hasanat gesammelt, Bruder. Bruder, ich musste einmal so lachen. Ich bin mal bei deren Stream gewesen, ne? Du weißt, es gibt hier die islamische Missionare auf TikTok. Ich weiß nicht, ob sie kennt. Ja. Die sagen so, keine Ahnung, ich habe es ganz vergessen, aber so grob gesagt, du sagst Assalamu alaikum, du grüßt die Muslime. Im Chat gibt's irgendwie 5 Punkte. Dann sagst du Assalamu alaikum zu dem wortwörtlich von Angesicht zu Angesicht. Dann gibt's 15 Punkte. Sagst du Salam. Das passt sogar. Sagst du Assalamu alaikum. Das passt nicht. Sagst du, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, du kriegst so 25 Punkte. Deswegen sagen die. Das hat gepasst, Bruder. Deswegen grüßen die sich alle mit Assalamu alaikum. Nicht weil die sich begrüßen, sondern weil die Punkte bekommen. Ey, wie peinlich. Ja, ja, ja. Ja, ja, wie peinlich. Peinlich. Also, ich glaube, Patrice, du hast heute sehr viel Hasanat gesammelt, seit du bei uns bist. Ja, was habe ich? Was ist dieses? Was ist denn das? Das erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Also ich krieg Nachrichten deswegen. Aber was ist für ein Ton? Das ist Samsung. Ach so. Ah, okay, Wahnsinn. Das erinnert mich gerade an eine Suche im Koran, deswegen. Okay. Es gibt eine sehr, sehr interessante Stelle über die Sterne im Himmel. Die machen auch so Geräusche, laut den ihrer Theologie, aber das ist zu weit.
Die ich schwöre, ich verstehe nicht, warum ganze Zeit dieser Ton bei mir kommt. Patricia, ich bitte dich. Ich bitte dich, Patricia. Geh nicht in ihren Streams mehr rein. Ich sag's jetzt mal, das habe ich auch vor ein Jahr gesagt, vor knapp ein Jahr hier in TikTok. Du wirst, wenn du als normales Mädchen, normalen Verstand in ihre Streams reingehst, wirst du dumm rauskommen. Das heißt, wenn jemand schon dumm war, wird er noch dümmer rauskommen, ist meine Meinung. Weil sie haben erstens mal null Allgemeinwissen, sind null gebildet, sie beherrschen auch nicht mal die deutsche Sprache so richtig, beleidigen, sind unzivilisiert, ist nicht böse gemeint, doch sportlich. Diese Menschen haben Gott nicht. Sagt auch die Bibel, wir müssen die Geister prüfen. Und diese Menschen haben definitiv, sind nicht von Gott. Das, was sie sagen, ist alles vom Fürst dieser Welt. Das ist der Teufel. Alles, was sie sagen, ist mit einer ganz, ganz schlechten Intention. Sie möchten dir nicht helfen. Sie möchten nur das Christentum verspotten. Ich bin das Leben. Kein Prophet kann von sich sagen, ich bin das Leben. Aber Jesus sagt, weil er Gott ist, ich bin das Leben. Verstehst du? Da gibt es kein, wenn du Jesus hast, gibt es keinen Tod mehr. Da gibt es keinen Tod. Aber einen Menschen zu folgen, das kann dich wirklich in die Hölle bringen. Aber Gott zu folgen, also zu 100% eine Errettung. Deswegen glauben wir an Jesus Christus, der Gott ist und eine 100% Errettung haben. Wir Christen können sagen, wir sind zu 100% errettet, wenn wir von ganzem Herzen Jesus folgen. Und hier meine ich nicht lauwarme Christen oder Papierchristen. Hier meine ich wirklich Christen, die Jesus wirklich folgen, von ganzem Herzen. Sie wandeln mit dem Heiligen Geist. Du spürst es auch und du merkst es und du siehst das. Sie sprechen. Wenn sie schon ihren Mund aufmachen, merkst du, das ist von Gott. Zum Beispiel der gesegnete Bruder Abu Belgrad, ein gesegneter Bruder. Merkst du es direkt? Der Bruder Urban, der Bruder Abu Arzach, der Bruder Mensa, der Bruder Flex und so weiter. Ich nehme mich nicht mal als Beispiel. Ich bin sogar da raus von mir aus. Ich brauche das nicht. Ich bin bei sowas demütig. Aber ich kann dir trotzdem sagen, weil ich von ganzem Herzen Jesus annehme, bin ich mir sicher, dass ich errettet bin. Ich bin errettet, weil ich von ganzem Herzen Jesus angenommen habe. Er ist mein Erretter, mein Herr und mein Gott. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich kann heute sterben, aber ich weiß ganz genau, kurz vor dem Tod, Sekunden vor meinem Tod, werde ich sagen, Halleluja, ich werde bei meinem Herrn sein. Und nicht bei Jungfrauen im Paradies. Ich werde nicht im Paradies sein mit 72 Jungfrauen. Nein, ich werde sagen, Halleluja. Halleluja, ich werde bei meinem Herrn gleich sein. Direkt. Direkt. Und das kann jeder Christ von sich sagen. Was heißt eigentlich, Halleluja für Bedeutung? Halleluja ist dieselbe Bedeutung wie Alhamdulillah. Halleluja. Ja, Yahweh. Das ist der Eigenname Gottes, der in der Bibel vorkommt. Der Eigenname Gottes kommt bei Halleluja vor. Wir preisen den Herrn, gelobt sei der Herr, Yahweh, Halleluja, Alhamdulillah. Nur, dass bei Lah das Yahweh weggemacht wurde und da wurde der Mondgott Lah. Ach so. Ja, ja. Aber man darf doch in jeder Sprache Gott sagen, das bedeutet doch Gleiche. Ja, aber nicht als Nicht-Araber. Weil das ist ja nicht auf deiner Sprache, du bist ja eine Deutsche oder Russin oder wie auch immer, oder? Ich bin keine Deutsche, ich bin Kafkas-Russin. Ja, Kafkas-Russ, ist ja auch Russe. Bei euch sagt ihr Boge, Bog oder Boge, wie ihr sagt, ne? Boch. Boch oder Boch. Oha, weil auf Türkisch ist Boch eigentlich ein schlimmes Wort, aber ja, auf jeden Fall. Nein, das ist mit K. Ja, ja, Bog, wie auch immer. Ich weiß nicht, kennst du auf Serbisch. Nein, das muss R machen, Boch. Ja, Boch, alles gut. Ich kenn's halt auf Serbisch. Bog oder Boge, alles gut. Auf jeder Sprache gibt es natürlich Gott, kannst du sagen, alles gut, aber Problem ist, nur weil du sagst, Gott, 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 muss aber nicht sein, dass wir an denselben Gott glauben. Ja, du kannst auch sagen, ich glaube an den einen Gott. Ja, die Dämonen glauben auch an den einen Gott, sagt die Bibel.
Das heißt, nur weil du an den einen Gott glaubst, heißt es aber nicht, dass du errettet bist. Aber an welchen Gott glaubst du? An welchen? Die Dämonen glauben auch, dass es einen Gott gibt. Und das heißt jetzt? Weil Muslime argumentieren ja jedes Mal, ich glaube an den einen Gott. Ja schön, die Dämonen glauben auch an den einen Gott, sagt die Bibel. Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Dämonen und Muslime glauben beide auch, dass es an einen Gott. Okay, und jetzt? Aha, krass, also das wusste ich. Ja, die Dämonen sind auch Monotheisten, laut der Bibel. Hä? Ja, weil das sind gefallene Engel. Sie wissen, mit wem sie zu tun haben. Was denkst du, als die Dämonen Jesus begegnet sind? Die haben Angst. Was denkst du, wie haben sie reagiert, als sie vor Jesus standen? Sie haben Angst bekommen. Sie sind zu Jesus hingerannt, haben sich niedergeworfen vor Jesus, haben gesagt, oh, bitte quäl mich nicht. Was habe ich mit dir zu tun, du Sohn Gottes des Höchsten? Weißt du, was es bedeutet? Die Dämonen wussten genau, wer vor ihnen steht. Die haben ihn vorher noch nie gesehen. Doch, doch, die wissen, wer vor ihnen steht. Da waren zum Beispiel zwei Hirten, Schweinehirten waren da, ne? Die haben Jesus gesehen, die wussten nicht mal, wer das ist. Das waren Menschen, die dachten so, ja gut, wer ist denn das? Der steigt vom Boot aus und denkt sich, ja jo, wer ist das? Aber die Dämonen, die haben Angst bekommen, die haben Jesus gesehen, die sind zu ihm hingerannt. Die haben Angst gehabt, Todesangst, bitte quäl mich nicht! Aber wieso hat er das gesagt? Oh Jesus, er kann sogar seinen Namen. Oh Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Was habe ich mit dir zu tun? Bitte quäl mich nicht. Ja, er hat sich vor Jesus niedergeworfen. Dämonen haben sich vor Jesus niedergeworfen. Niedergeworfen. Sogar Dämonen sind gottesfürchtiger als manche Menschen in der heutigen Dunja, in dieser Welt. Merkt ihr das? Dämonen sind auch Monotheisten. Ja? Und das heißt jetzt was? Sind die errettet? Nein, sind die nicht. Sie gehen auch direkt in Jahannam. Krass. Ja, der Teufel wird auch am Ende der Zeit auch in die Hölle geworfen, in den Feuersee, sagt die Bibel. Sogar der Teufel wird in den Feuersee geworfen. Sogar der Teufel. Ja. Aber ich dachte, der hat den selber gemacht. Wer hat den gemacht? Ich dachte, Shaitan hat den selber gemacht. Der Shaitan ist nicht der Herr der Hölle. Nein, nein, nein. Er wird selber in die Hölle geworfen. Unser Habibi, der Shaitan, der wird selber in die Hölle geworfen. Aber wer hat dann das gemacht, die Hölle? Keiner hat die Hölle gemacht. Guck mal, weißt du, was die Hölle ist? Gott ist vollkommen gut. Gott ist das Licht. Gott ist die Perfektion. Und die Abwesenheit von Gott ist die Hölle. Gott hat nichts mit der Hölle zu tun. Bedeutet, bist du in der Hölle, bist du komplett abwesend von Gott. Gott hat mit dir nichts zu tun. Hier auf dieser Erde ist er nicht komplett, also wir sehen noch ein bisschen von ihm, wir sehen seine schöne Schöpfung, aber wir sind nicht in seiner kompletten Gegenwart, was der Himmel ist. Da können wir nicht hin, weil wir noch voller Sünde sind. Hier, Erde ist mäßig ein Zwischenraum und die Hölle ist halt einfach die Abwesenheit von ihm. Das bedeutet, der vollkommen Gute, das Licht, das gibt's alles nicht in der Hölle. Da gibt's Dunkelheit, Leid, Schmerzen, weil Gott genau das Gegenteil ist. Deswegen sagen wir nicht, dass dich Gott in die Hölle schickt, sondern du entscheidest dich bewusst, nicht Christus als Herrn und Gott anzuerkennen, auf dieser Erde, du entscheidest dich bewusst, nicht mit ihm zu gehen, sondern gegen ihn oder allgemein einfach nicht mit ihm. Dann sagt Gott zu dir, oder Jesus, ist ja das Gleiche, dann sagt Gott zu dir, ja okay, dann tust du das in Ewigkeit, viel Spaß. Er schickt dich nicht in die Hölle, du entscheidest dich dafür. Das ist der Unterschied. Ich habe gedacht, mal, dass wenn man stirbt, das kommt man automatisch dorthin, TikTok sportlich. Was meinst du? Als Muslima? Beides, dachte ich. Man kommt da hin, wenn man jetzt Sünde gemacht hat. Nein, nein, das ist ja das Ding. Das ist ja das Problem im Islam. Bei euch, also nicht bei euch, bei den Muslimen wird es ja so sein, dass die irgendwie ihre Sünden dort abbezahlen mit Hölle. Aber bei uns ist das nicht so. Bist du in der Hölle, bist du ewig dort. Bist du im Himmel, bist du ewig dort. Für unsere Sünden hat Christus gelitten. Ja, das glaube ich auch. Glaubst du daran? Ja, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden ist, deswegen habe ich nicht so sehr Angst zu gehen. Sehr, sehr schön. Aber guck mal, weißt du, was die Bibel dazu sagt? Die Bibel sagt, du kannst deine Sünden nicht tragen. Deswegen kam er hier auf diese Erde, um sie für uns zu tragen. Das musst du dir vorstellen. Du kannst deine Sünde nicht tragen. Wenn du sündigst, du musst sterben, das sagt die Bibel. Weil du handelst gegen Gott, habe ich ja schon vorhin erklärt, wo du mal bei mir drin warst vor 2 Tagen. Wenn du sündigst, musst du halt sterben. Du bist ungerecht.
Und für diese Sünde kannst du selber nicht zahlen, weil wenn du für sie zahlst, dann gehst du ewig in die Hölle. Weil bei uns ist irgendwie kein Spiel oder so, bist du in der Hölle, bist du dort ewig. Du kannst in der Hölle nicht irgendwie noch sagen, Mashallah, in 10 Jahren kriege ich Jungfrau. Nein, dort ist vorbei. Und es ist halt so im Christentum, wenn du in der Hölle bist, ist das ewig so. Das ist ewig, das ist gar kein Spaß. Das ist gar kein Spaß. Du musst Christus annehmen, weil du für deine Schuld nicht zahlen kannst, hat er für sie gezahlt. Jetzt ist die Frage, nimmt man ihn an oder nicht? Schlimm, wer ihn nicht annimmt. Die Genau. Leute tun mir leid. Das ist es. Aber was ist jetzt mit den Menschen, die ihn nicht angenommen haben, das ganze Leben? Also sind die dann jetzt dort für immer? Warte mal, die nicht angenommen haben. War deine Frage richtig? Ja, also die Menschen, die Jesus nicht annehmen, sind die jetzt da also für Warte, immer? nicht annehmen. Das heißt, die haben die Botschaft bekommen, erhalten. Das meinst du? Ja, Oder also die, wenn. wo noch nie von Jesus gehört haben. Was meinst du genau? Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Muslim versuchst zu überreden, Christ zu werden, und du sagst, dass zu ihm, dass er Christ werden soll und Jesus folgen soll, aber er sagt dann nein, weil er hat Angst, dass er sagt dann, dass Allah ihn bestrafen wird und ja, Also kommt er dann. wenn er die frohe Botschaft, das heißt, wenn ich ihm die frohe Botschaft weitergegeben habe, weil er hat sie gehört, ja, und bewusst abgelehnt und er lebt noch, sage ich mal, jetzt die nächsten 50 Jahre und tut nicht Buße und nimmt Jesus nicht an, wird er in die Hölle geworfen. Er hat keine Errettung. Egal wie gut er war, egal was er Vorbei. getan hat, das bringt nichts. Es gibt auch Ureinwohner in anderen Ländern, die auch von Jesus nie gehört haben, die genauso Gutes getan haben. Das bringt dir nichts. Nur Gutes tun, das kannst du vielleicht einem Esoteriker erzählen. Das bringt dir nichts. Aber die nie gehört haben von ihm, wirklich, Das ist eine wirklich, andere Sache. Gott ich wird sie meine nach, so. da wird sie Gott nach ihren Werken. Ich meine jetzt so zum Beispiel die auf einer Insel sind, Ja, so. sage ich ja gerade. Gott wird sie richten nach ihren Werken. Bei denen ist eine Ausnahme. Das heißt, da kommt es drauf an. Gott wird sie dann richten nach ihren Werken, ja. Die von Jesus noch nie gehört haben. Wo die frohe Botschaft nicht angekommen ist, da wird sie Gott nach ihren Werken richten. Ob sie errettet sind, das spielt keine Rolle. Das heißt, 50-50 kann sein, muss aber nicht. Das ist eine Ausnahme bei diesen Menschen. Und das zeigt, dass die Bibel wieder perfekt ist. Gott hat an alle Menschen gedacht. Sogar an Menschen, die wirklich am Ende der Welt leben, die noch nie von Jesus gehört haben. Punkt. Das war verständlich. Genau, das steht auch alles in der Bibel, was er sagt. Das müsste stehen in Römer 3 oder Römer 2 oder Römer 1. Irgendwie dort im Römerbrief. Und Ja, genau. Also wie Ist leicht zu Philosophie nicht. verstehen. Ja? Ja, ist leicht zu verstehen. Also es ist schon sehr gut erklärt gewesen. Ja, ich versuche, du musst überlegen, hier in TikTok, ich versuche immer so zu erklären, damit man es auch wirklich, damit es auch jeder versteht. Guck mal, ich kann auch mit dir in einer ganz anderen Basis. Ich kann mit dir auch ganz anders reden. Wo aber dann die Hälfte hier nicht mehr versteht. Aber das ist nicht mein Ziel. Ja, es gibt hier manche, die denken, die wären cool, wenn sie sehr intellektuell sprechen, in Begriffen, ja, also um cool zu sein. Es gibt leider viele hochmütige Menschen hier, sogar auch Christen da tatsächlich, aber das ist nicht mein Ziel. Ich möchte, dass jeder die frohe Botschaft versteht. Jeder. Und nicht nur den oder den oder den. Ja? Ich möchte nicht, dass es nur Hodjas oder Priester verstehen. Ich möchte, dass es jeder versteht. Jeder. Das ist wichtig. Und nicht mit Begriffen um mich her, so und so. Und du denkst in dem Moment, ich habe nur Bahnhof verstanden. Ja, und dann? Du bist jetzt cool für 200 Leute. Jetzt hast du schöne Begriffe gesagt, wo kein Mensch versteht. Erklär es doch so, dass es auch die Person versteht. Die Bibel ist für jeden Menschen und nicht nur für den oder den. Verstehst du? Ja. Und das ist eher so meine Aufgabe hier auf dieser App. Das ist meine Aufgabe, damit ich die Bibel wirklich jeden, wirklich verständnisvoll auch erklären kann. Auch für den, Aber der. eine Sache, die ich halt nicht verstehe, wirklich, die hat man in der Schule so erklärt, bei katholischem Unterricht in der Schule, bei Katholiken, da war ich jetzt nicht bei Katholiken, aber die haben dann gesagt, dass man in die Hölle kommt und dann werden die Sünden rausgekocht und danach Ja, kommt dann Vergebung. das ist nur bei Katholiken so. Alle Aber anderen stimmt glauben nicht das? daran. Also keine Protestanten, keine Orthodoxe, keine Freikirche, wie auch immer. Keiner glaubt daran. Das sind, nur bei Katholiken ist dieses mit dem Fegefeuer. Meinst du, ne? Das ist so Ja, ähnlich. aber stimmt es? Ja, das ist bei denen so. Das ist aber nicht biblisch. Also stimmt es nicht? Das ist nicht biblisch, nein. Die glauben daran, ja, aber es ist nicht biblisch. Hör, wieso glauben die dann daran, wenn das Ja, weil eigentlich? sie haben das von den Apokryphen. Das sind außerbiblische Quellen. Das sind von den Apokryphen. Was ist Apokryphen? Außerbiblische Dings, Schriften.
wo sie übernommen haben über den Fegefeuer. Ist aber nicht biblisch. Das ist dasselbe wie im Islam. Du musst einmal durch die Hölle deine Sünden abbezahlen und dann das war's. So in der Art. Aber das ist nicht biblisch, wie gesagt. Ist jetzt nicht böse gemeint, bitte Katholiken nicht angegriffen fühlen. Wirklich nicht böse gemeint, aber ich muss es ja irgendwie erklären. Ich meine es nicht böse, ne? Aber das hat dann sozusagen in andere Menschen geschrieben oder erfunden, oder wie? Das sind Apokryphen außerbiblische Quellen, die stehen nicht in der Bibel. Der Fegefeuer kommt nicht in der Bibel vor. Ach so. Also, ja. Fegefeuer ist nicht biblisch. Ganz einfach. Ja, dann ich bin ein bisschen mehr erleichtert, weil ich dachte, zu viele Nein. Christen glauben an das. Nicht biblisch. Also glaubt gar kein Christ, es sind nur Katholiken, die daran glauben. Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch Katholiken in der Familie, also alles. Alles gut, alles gut. Du musst es aber nicht annehmen, ganz einfach. So richtige Salatfamilie, so deswegen, ich habe schon alles gehört. Ja. Ich habe schon gehört, dass wenn man an einem bestimmten Tag, ich glaube, das haben jetzt die gesagt, die orthodox sind, wenn man einen bestimmten Tag Wasser von einem Fluss nimmt oder was fließt, dann ist man, trinkt man heiliges Wasser. Nein, du kriegst gar nichts, hör auf in sowas jetzt. Konzentrier dich auf die Bibel jetzt erstmal. Ja, ja, erstmal die Bibel. Nein, ehrlich, das hat jemand gesagt. So ah, ich kenne auch viele, wo sagen, ich bekomme ein Kamel oder sowas. Glaub einfach nur nicht. Es gibt auch Menschen, die sagen, Kamelurin heilt auch Krebs und so. Kenne ich auch Menschen. Ja, ja, gibt es sehr viele. So, konzentriere dich erstmal auf die Bibel, wirklich auf die Bibel und alles andere ist kein Problem. Folg einfach Abu Belgrad und mir und dann machen wir das. Kein Problem, genau. Patricia. Wir werden dich richtig noch zu einer richtigen Nachfolgerin Christi machen, Patricia. Mach das, dann freue ich mich. So Gott will, weil ich sehe sehr viel Potenzial in dir. Weil du strahlst sehr, sehr viel erst Interesse und ich merke auch, dass du wirklich von Herzen dabei bist. Deswegen, wir machen das, Patricia, so Gott will. Du musst immer sagen, so Gott will. So Gott will. Du wirst ein neuer Mensch. Du wirst ein neuer Mensch, Patricia. Du wirst nicht mehr die Alte sein. Du wirst ein neuer Mensch sein. Alles gut. Wir werden mit Gottes Kraft natürlich, so Gott will, werden wir dir helfen. Und entferne dich von diesen ganzen Streams, wo ich dir gesagt habe, bleib in unseren Streams. Da wirst du viel lernen, so wie jetzt. Ich glaube, du hast seit du in TikTok bist noch nie so viel gelernt wie jetzt in den Streams. Nein. Dankeschön. Siehst du? Ich habe mehr gelernt als in der Schule und als meine Familie mir beigebracht hat. Ja, das ist ganz komisch. Apropos Schule, ich bin heute in die Schule gegangen und habe meine Sachen zurückgebracht, weil ich Schule abgebrochen habe. Das ist aber nicht gut, Patricia. Doch, ich dürfte, doch, ich dürfte legal. Ich sag's nicht gut, doch. Aber das ist legal gewesen, man hat unterschrieben so, deswegen dürfte ich. Weil ich mache bei etwas mit, ich weiß nicht, kennt ihr Rap LaRue oder Icon? Wie bitte, was? Kennt ihr Icon Mate oder Rap LaRue? Nee, ich weiß von gar nichts, Bruder, ich kenne das nicht. Also du? Das ist halt so Deutschrap, wo, kennt ihr Nemo? Ja, dieser Teufel, ja. Also halt so diese Deutschrapper so und ich habe halt dem Lehrer gesagt, dass ich bei einer Show mitmache und deswegen... Entferne dich von sowas, Schwester, entferne dich von sowas. Das sind alles Teufelskinder. Die haben alle nichts mit Jesus zu tun. Das führt dich nur in die Verdammnis. Diese Menschen haben nichts mit Gott zu tun. Ist nicht böse gemeint. Guck mal, Deutschrap, dies, hin oder her. Aber diese Menschen werden dich nur von Gott ablenken. Vertrau mir. Diese Menschen lenken dich nur von Gott ab, weil diese Musik, die du da hörst, alles satanisch. Alles satanisch. Aber ich schreibe jetzt so schöne Lieder. Ich meine, ich mache ja das, weil ich meine Lieder so rausbringe. Und vor allem in der Zeit, wo ich jemand geliebt habe, habe ich sehr, sehr viele Lieder geschrieben, so zum Teil Liebeslieder. Und die wollte ich halt auch bei Icon zeigen oder Rap LaRue, da wo ich halt hingehen wollte, dass man das halt hört. Mach ein schönes Lied für Jesus. Das macht niemand. Überleg mal deine ganzen Schule. Zeig mir mal jemand, der über Jesus mein Lied gemacht hat. Keiner? Sehr, sehr schön. Dann mach du doch so den ersten Schritt. Glaub mir. Das ist schön, über Jesus ein Lied zu machen. Wieso macht das keiner? Jesus hat sich geopfert für uns alle. Für uns dummen Menschen. Okay? Wir haben das nicht mehr verdient normalerweise, was er für uns getan hat. Das, was er für uns getan hat, ist nicht mal ein Hauch. Nicht mal unser Fußnagel, nicht mal ein Haar von uns können wir vergleichen mit das, was Jesus für uns getan hat. Das frage ich mich sehr, sehr oft. Das ist der Dank, was er für uns gemacht hat? Für uns. Ich möchte nicht mal so richtig beleidigen, sonst wirst du irgendwie, wird der Stream geblockt. Ich kann uns Menschen zutiefst beleidigen, weil wir es nicht verdient haben. Wir haben das nicht verdient und trotzdem sagt er, ihr habt es verdient. Ich sage sogar, wir haben es nicht verdient. Und trotzdem sagt er, verdient, weil er uns so sehr liebt. Er hat es gemacht, weil er uns liebt aus seiner Liebe. 100%. Wie schön ist das, wenn du ein Lied machst für Jesus Christus? Schön. Siehst du? Das sind so Kleinigkeiten, Patricia, so ganz Kleinigkeiten sind es, was aber viel ausmacht. Und
Es ist schöner auch für dich, weil du zeigst in dem Moment den Herrn, ich gedenke an dich, auch wenn es nur ein Lied ist. Anstatt Nemo, West Nemo, ein Teufelskind, der glaubt an Jungfrau im Paradies, der glaubt an einen komischen, was macht er da überhaupt? Wo spricht er in seinen Rap einmal über Nächstenliebe, über Feindesliebe, über Jesus Christus, dass uns liebt, dass er sich für uns geopfert hat? Gar nichts davon. In jedem Rap, diese ganze Musikbranche, teuflisch, weil sie versuchen, dich von Gott abzulenken. Und soll ich da was sagen, Patricia? Die haben es auch geschafft. Die Musikbranche hat es tatsächlich geschafft, die Jugend vom Herrn abzulenken. Und ich rede hier von den Europäern. Aber es gibt auch voll viele, die gute Musik gemacht haben. Was heißt für dich gut? Also die sich halt gut anhört und da sind halt keine schlechten Sachen zu sehen, also wo man halt nicht beleidigt. Das sind nämlich halt gute Lieder. Weißt du, was für mich gut ist? Weißt du, was die Bibel sagt, was gut ist? Die Bibel sagt, nur Gott ist gut. Nur Gott ist gut, sagt die Bibel. Wir sind nicht gut. Nichts davon ist gut, nur Gott ist gut. Nur Gott ist gut. Nur weil ein Lied sich in dem Moment schön anhört, heißt es nicht, dass es gut ist. Er kann dir zu 99% Gutes sagen, aber 1% ist da Gift drin, ohne dass du es merkst, Patricia. Und die Musikbranche ist genauso. Sie verführt dich. Das ist ja die Aufgabe des Verführers. Das ist der Scheitan, das ist der Teufel. Er verführt dich, indem er dir sein schönes Lied zeigt. Und sagt, Patricia, guck mal, oh, wie schön. Wir Menschen sind gleich, weiß und schwarz, lalala. Und denkst im Moment, oh, voll schön. Ja, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann gibt es da einen kleinen, ja, nur ein kurzer Satz, was absolut dämonisch ist. Und das überhörst du aber, weil du nur 99% Schönes hörst. Das ist die Verführung, das ist die Aufgabe des Teufels. Und er ist sehr, sehr gut mit der Verführung. Er ist sehr, sehr gut, den Menschen zu verführen. Das ist schlimm. Also ich habe halt, also ich höre jetzt nicht so schlimme Lieder, aber ich meine, es gibt sehr viele in meinem Alter, auch in meiner Klasse, wo Deutschrap hören. Und manchmal hört man es einfach wegen dieser Melodie. Also, aber ein Mädchen, die hat mir mal eine Sache gesagt, dass in den Liedern manchmal Dinge vorkommen, die nicht moralisch okay sind. Also, wo ich so angefangen habe zu denken darüber. Yeah. Da schreibt eine Ozeanmusik. Kannst du machen, Bruder. Sobald man nichts Dämonisches hört, alles okay. Wenn man nur Instrumente hört, da habe ich ja nichts dagegen. So instrumental, alles gut. Man kann auch christliche Musik hören von mir aus. Wirklich, ist nicht schlimm. Hör ich ja selber christliche Musik. Gebete, alles in Ordnung, ne? Alles legitim. Aber ich bin sehr vorsichtig, wenn es um diese weltliche Musik geht, bin ich sehr vorsichtig. Sogar bei Filmen. Du glaubst nicht, wie viel in den Filmen dämonisches, teuflisches drinsteckt, ohne dass du es merkst. Sie versuchen dir eine Botschaft zu vermitteln und das siehst du nicht gleich am Anfang. Das wirst du erst sehen, wenn du die Brille, die biblische Brille anziehst und sagst, jetzt schaue ich mir den Film an, aus im Lichte der Bibel. Mal schauen, was ich da alles rausschaue. Und du wirst sehen, Musikbranche, Branche, die Filmbranche, teuflisch, dämonisch, absolut. Deswegen soll man sogar da aufpassen. Wenn du stark bist im Glauben, ist alles noch. Lass los von diesen ganzen Einflüssen. Ja? Und ein Christ, ein Nachfolger Christi, Patricia, sieht die Dämonen, egal wo die sich verstecken. Sogar wenn sie sich als Engel des Herrn ausgeben, sagt die Bibel sogar. Sie können sich sogar als Engel des Herrn, wie die Engel vom Himmel, ja? Die können sich, der Teufel selber kann sich sogar als Engel des Herrn sogar ausgeben. Weißt du das eigentlich? Der kann sich vor dir zeigen als Engel. Er wird sagen, hallo Patricia. Achso, ja, das habe ich in Form von jemandem erlebt. Er wird sagen, Shalom Aleichem, ich bin ein Engel vom Herrn, Hallöchen, aber ist der Teufel. Und du denkst, hä? Ich habe doch aber gerade eben so schön geträumt von einem Engel. Der hat mir sowas Schönes gesagt. Ja, 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 ja. Nur weil du einen Engel gesehen hast, heißt es nicht, dass es jetzt ein Engel ist. Du kennst auch die Geschichte mit Mohammed und Jibril, richtig? Ja. Ja, dieser Engel, Jibril. Der hat ihm wehgetan. Ist aus biblischer Sicht der Teufel persönlich.
Ich habe auch den Shaitan schon persönlich getroffen. Er hat ein richtig schönes Lächeln und hat gesagt, du bist so süß und bla bla bla. Und ich konnte immer mehr in seinen Augen sehen, dass das der Shaitan ist. Sehr schön. Soll ich dir was sagen? Weißt du, was die meisten, auch Christen und Muslime und Andersgläubige, denken? Der Teufel sieht böse aus. Das habe ich früher auch gedacht, bis ich diesen Menschen getroffen habe. Falsch. Wenn er doch böse wäre, dann hättest du doch direkt erkannt, dass es der Teufel ist. Der Teufel ist doch nicht blöd. Indem er sich quasi mit so Hörner zeigt und keine Ahnung, das ist doch Blödsinn. Der Teufel wird sich so zeigen, dass du niemals denken würdest, das ist der Teufel. Sogar die Bibel sagt es, er kann sich sogar als Engel darstellen. Überleg mal, als Engel. Warum als Engel? Damit du ihn glaubst. Ich verstehe jetzt genau, was die Mission von Shaitan ist. Also, jetzt verstehe ich. Und die Bibel sagt auch, es werden viele falsche Propheten werden kommen. Viele falsche Propheten. Zählen dazu falsche Menschen? Ich sag dir gleich, Propheten sind Menschen. Und die Bibel sagt auch sehr, sehr schön in dieser Stelle, sie kommen mit Schafskleider, sind aber reißende Wölfe. Es gibt Menschen wie zum Beispiel Mohammed, der sich als Opfer gegeben hat. Ja, subhanallah, ich bin euer Prophet, ich bin ein Opfer. Er gibt sich wie als Schaf. Ne? Er hat quasi einen Pelz von einem Schaf. Ne? Aber in Wahrheit ist er ein reißender Wolf. Und das sagt die Bibel. Es werden viele falsche Propheten kommen. Und das haben wir ja gesehen. Das haben wir ja gesehen. Und das ist nicht nur auf Islam bezogen, das ist allgemein auf andere Religionen. Sie kommen, ja, wie Schafe. Wie Schafe. Ja, Salam, ja, Friede, ja, Shalom. Immer mit Frieden, Frieden, damit du denkst, oh, das kann doch nur von Gott kommen. Nein, 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 nein. Wir müssen die Geister prüfen, sagt die Bibel. Prüft die Geister, ob die von Gott sind. Und deswegen, wenn wir mit Muslimen reden, testen wir, glauben sie überhaupt an den einen Gott? Ist es überhaupt derselbe Gott wie in der Bibel? Wer ist Prophet, dieser Prophet Mohammed? Ist er von Gott? Und so prüfen wir. Ja. Richtig, richtig, richtig. Genau, an seinen Früchten erkennst du, was er wirklich war. Ah, genau. Deswegen sage ich dir, Schwester, Patricia, ich meine es wirklich, wirklich nur gut. Es geht mir um deine Seele, Patricia. Heute, wenn du zu Hause bist, bleib in dein Zimmer, geh auf die Knie, kommuniziere mit unserem Herrn Jesus Christus, bete ihn, bete zu ihm von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Bete zu ihm und tu Buße, das ist sehr, sehr wichtig. Aber was heißt Buße? Das Wort verstehe ich nicht. Buße tun, im Arabisch sagt man Tauba. Tauba heißt Reue zeigen. Dass du Reue zeigst und Einsicht zeigst. Einsicht und Reue über die Patricia, über die Patricia in der Vergangenheit. Das heißt, du sollst deine Sünden bekennen vor dem Herrn. Deine Sünden vor dem Herrn sollst du bekennen. Dann sieht der Herr, guck, das ist schon der erste Schritt. Patricia bekennt ihre Sünden vor dem Herrn. Das ist schon mal der erste Schritt, in dem du deine Sünden bekennst vor dem Herrn. Und dann musst du ihn erstmal um Verzeihung beten und sagen, Herr, vergib mir. Und das muss aber von Herzen kommen, nicht einfach nachplappern wie die Pharisäer. Pharisäer sind die Juden damals in der Zeit von Jesus, ja, die so wie heute die Muslime sind, mit langem Bart, mit ihren Gewändern, ja, und sagen, oh, guck mal, ich bin ein Gottesfürchtiger. Ich bete jetzt, ich mein Gesicht auf dem Boden, auf der Straße, jeder soll mich sehen. Ich bin Gottesfürchtiger. Und Jesus hat sie verurteilt. Jesus hat diese Menschen verurteilt und sagte, seid nicht wie die Pharisäer, ja, die auf der Straße in den Ecken beten und sich zeigen, ich bin Gottesfürchtiger und irgendwas plappern. Hauptsache irgendwas auswendig aus der Bibel gelernt. Hauptsache es hört sich schön an. Irgendwas auswendig lernen. Jesus möchte das nicht. Jesus möchte, dass du alles, was du im Herz hast, im Herzen, dass du das ihm sagst, offenbarst. Sag nur das, was du im Herzen hast. Wenn du mit Jesus kommunizierst, wenn du zu ihm betest, dann sagst du das, was du im Herzen hast und nicht irgendwas rau und nachplappern, wie Heuchler. Das ist wichtig. Alles, was du im Herzen hast, sagst du dem Herrn. Alles. Das ist schön gesagt. Das ist wichtig. Das sagt Jesus. Das sagt Jesus. Verstehst du? Es soll von Herzen kommen. Und nicht, was irgendjemand sagt, oh Patricia, guck mal, bei uns, die können alle auswendig. Die können alle diese Schriften, diese Gebete auswendig. Ja, schön, du kannst sie auswendig. Trotzdem ist dein Herz verdorben.
Was aber ich glaube, so eine Sache, man sollte nicht vor viele Leute beten. Genau. Meine Mutter hat halt immer zu mir gesagt, wenn du mit einer Hand gibst, dann soll die andere das zumachen. Also das heißt, wenn du was Gutes zum Beispiel tust, dann muss es nicht jeder sehen. Das sagt Jesus. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür ganz alleine. Keiner soll dich sehen. Und bete zu den Herrn. Keiner soll dich sehen, wie du betest. Sogar wenn du fastest, soll keiner sehen, dass du fastest. Du sollst dich pflegen. Du sollst auch niemandem sagen, wenn du fastest. Was machen Muslime? Alhamdulillah, Khoya. Ich habe jetzt Ramadan gemacht. Alhamdulillah. Ich muss jetzt beten gehen. Weißt du, Freitagsgebet. Alhamdulillah. Wie die Pharisäer in der Bibel. Das sind die Heuchler, wo jeden zeigen wollen, ich bin gottesfürchtig, ich mache Ramadan. Ich gehe jetzt hier und bete zu Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, wie gottesfürchtig ich bin. Jesus verurteilte diese Menschen. Weil Jesus sieht in den Herzen. Es bringt dir nichts, wenn du dich fünfmal am Tag wäschst. Ja? Du wäschst dich fünfmal am Tag, weil du betest. Nein. Was bringt es dir, wenn du dich von außen wäschst, aber von innen dreckig bist? Du bist unrein. Jesus will unsere Herzen. Unsere Herzen sollen rein sein, nicht unser Körper von außen. Was bringt es dir? Es bringt dir gar nichts, Patricia. Zeitverschwendung. Du lügst dich, du belügst dich selber an. Ich mache Ramadan für Allah. Ja, für Allah. Du sollst fasten für dich selbst erstmal. Wenn Christen fasten, dann fasten die für sich selbst. Nicht für Gott, weil Gott braucht uns nicht. Wir brauchen aber Gott. Wir brauchen Gott. Er braucht uns nicht. Er ist nur gnädig, weil er uns liebt. Wir sind seine Kinder. Deswegen sagen wir zu Gott Vater. Der Moslem lehnt es ab. Wow, du darfst nicht zu Gott Vater sagen. Doch, wir haben eine Beziehung. Mein Herr ist auch mein Vater. Wir sind seine Kinder. Deswegen dürfen sich Christen, nur Christen gebührt dieser Titel, Kinder Gottes. Wir dürfen uns offiziell Kinder Gottes nennen. Was für ein schöner Titel, ne? Ja, das ist schon schön. Kinder Gottes, wie schön. Ich finde es wirklich Hammer, wo ich das gehört habe. Sehr berührend. Wir können uns Kinder Gottes nennen. Wir sind ganz, ganz besondere. Das ist schön gesagt, ehrlich. Abu Belgrad, Bruder Herz, ich rede da wieder mal viel zu viel. Ja. Nein, Bruder, ist gut. Aber danke, dass ihr mir das so erklärt. Ich freue mich, dass man mir das seit 2 Tagen oder 3 erklärt man mir das so sehr und ich bin halt sehr dankbar dafür. Ja, deswegen soll auch nicht jeder ein Missionar sein, deswegen soll auch nicht jeder ein Prediger sein. Das ist nicht für jeden gedacht. Ja, weil es gibt hier leider von allen Parteien Leute, die denken, sie können predigen, aber machen es auch schlimmer. Weil nur weil du jetzt ein bisschen Ahnung hast von der Bibel oder vom Koran, heißt es jetzt nicht gleich, dass du hier irgendwie einen auf Apologeten machst. Das verstehen auch viele falsch. Deswegen habe ich dir gesagt, gut, dass du mir oder dem Bruder folgst. Immer wenn du Fragen hast, sind wir für dich da. Kein Problem. Das ist voll nett. Gerne. Bruder, ich gehe jetzt mal auf stumm und du kannst dann weiterreden, wenn du willst. Jetzt bist du dran, Bruder Erz. Du bist dran. Yalla. Ich habe eine Frage. Kann so jemand anderes mal hochkommen und auch reden? Weil sonst, ich rede die ganze Zeit Kai, also, und erzähle so Lebensgeschichten. Ja, ich wollte dir noch eine Sache wirklich erzählen. Was sehr, sehr wichtig ist, Abu Hanjar hat dir schon sehr, sehr viel erzählt bezüglich der Lehre des Christentums, dass wir nicht für die anderen leben, sondern für Gott. Das wollte er damit sagen. Die Muslime machen beispielsweise, wie die Pharisäer heutzutage, machen Gebete, Freitagsgebete draußen in den Moscheen, damit die Leute erkennen, ah, die beten Gott an. Ah, die sind gottesfürchtig. Wir tun das nicht für Menschen, sondern für Gott, die schon. Das ist der Punkt, den er dir sagen wollte. Aber dann noch. Es wird viele Streams geben, wo du die vielleicht auf deiner For You kommen. Du wirst Sachen sehen in der Bibel, die dir aus dem Kontext ziehen. Wir zeigen dir ja die ganzen Sachen mit den Jungfrauen. Da gibt es zum Beispiel einen Vers in Matthäus, wo geschrieben steht, du kriegst das 100-fache im Paradies, Frauen, Esel, Schafe, Rinder. Und dann sagen sie, weil 100-fach und Frauen kriegst du, dann kriegst du ja 100 Frauen im Paradies. Aber das widerlegt ja Jesus selber. In einer anderen Geschichte. Bedeutet, du wirst sehen, die Leute versuchen, Sachen aus der Bibel aus dem Kontext zu reißen. Du sagst, ey, die Jungfrauen, was ist damit? Ey, Aisha 6. Dann sagen sie, Rebekka 3. Keine Quelle. Dann sagen sie, andere Sachen, die gar keinen Sinn ergeben. Sie werden Sachen aus dem Kontext ziehen, um dich vielleicht zu verwirren.
Sie werden Sachen aus dem Kontext. Ich habe mich lange verwirren lassen und ich will jetzt damit auch keinen beleidigen, jeder Muslim, der das hört, aber ich habe mir einfach ausgesucht, Jesus zu folgen und ich habe sehr viel im Koran gelesen. Amen, amen. Jetzt habe ich sehr schön. Ich möchte nicht nochmal verwirrt werden. Ich möchte nicht nochmal abkommen. Sehr, sehr schön, wirklich. Sehr, sehr schön. Dafür machen wir das auch. Deswegen lass dich nicht verwirren. Ich verstehe eine Sache auch nicht, so die daran glauben. Es gibt viele, die sagen, man berührt einmal Kaaba und dann sind alle Sünden weg. Ja, das kann ich nicht. So, meine Mutter hat mir immer gesagt, so wenn man betet zu Gott, dann bete von ganzem Herzen, dass er dir verzeiht und er wird dir verzeihen und mach das nicht nochmal dieselbe Fehler, weil sonst hast du nicht gelernt. Korrekt, das ist es. Wir glauben nicht an dieses Punkteprinzip wie andere. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind Christen. Auf uns basiert die Schrift, sie sind abhängig von uns, wir nicht von ihnen. Wir sind ja nicht mal theologisch drauf eingegangen. Wir haben dir nur ein paar Sachen gezeigt, Patricia. Moralische Dinge, die komplett, ich brauche es ja nicht mehr erwähnen, habe ja eine Beschränkung deswegen bekommen. Aber wenn du noch theologisch drauf eingehst, finde ich das noch schlimmer. Also für die Muslime. Weil du sagst, was ist denn der Messias? Wie stellt sich dein Gott vor? Was ist der Eigenname Gottes? Es sind so alles Fragen, darauf werden die Muslime keine Antwort haben. Wenn du wirklich theologisch drauf eingehst, wer die Person Jesus Christus ist, historisch, wer hat Mohammed prophezeit, wurde er prophezeit, glauben Juden und Christen die alte Schrift überhaupt daran, dass der Prophet von Ismael kommt? Können sie beweisen, dass er von Ismael kommt ohne die Bibel? Sind sie wieder von der Bibel abhängig? Also ich könnte dir Vorträge halten, wieso wir theologisch noch in der Wahrheit sind. Wir haben dir nur Sachen gezeigt, wo du moralisch schon denkst, ey, was ist denn das für ein Quatsch? Aber wir können dir noch viel, viel mehr zeigen, wenn man sich tiefer damit beschäftigt. Das wollte ich dir sagen. Wir sind auf jeden Fall, wir Christen, wir sind in der Wahrheit. Deswegen siehst du auch, wenn Christen ein bisschen Wissen ankommen und ihre Redezeit bekommen, dann wirst du sehen, sie werden nicht verlieren. Wieso? Nicht, weil sie irgendwie so gut sind oder so, weil nur Gott ist gut, sondern weil wir in der Wahrheit sind. Wir sind in der Wahrheit. Deswegen, ich könnte hier schreiben, ich bin unwiderlegbar, aber damit meine ich nicht, ich bin unwiderlegbar, sondern ich bin unwiderlegbar, weil ich die Bibel benutze. Und die Bibel ist unwiderlegbar. Darum geht es. Die Bibel ist perfekt. Sie gibt uns moralische Gesetze wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das stimmt. Verarbeite mal das. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jeder Atheist würde sagen, boah, schön. Aber von wo kommt denn das? Woher weiß man, dass das schön ist? Woher weiß man das? Wegen Gott. Gott hat uns gesagt, das ist schön. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man soll für die Feinde beten. Es steht sogar geschrieben, ne? Was ist, wenn du deinen Bruder grüßt? Welchen Lohn erwartest du? Ich bin jetzt mit Abu Khanjar gut. Ich sag zu ihm, Assalamu alaikum, Bruder. Ich lache mit ihm die ganze Zeit. Aber welchen Lohn habe ich davon, wenn ich ihn grüße, aber meinen Feind hasse? Das sagt die Bibel. Wenn ich ihn grüße, ich habe doch keinen Lohn. Wir mögen uns ja. Aber ich muss auch die lieben und die grüßen, die mich hassen. Das sagt die Bibel. Das heißt nicht, man kann sich nicht selber verteidigen, das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn jemand jetzt zu mir kommt und mich verachtet oder so, soll ich demütig sein und ihn trotzdem lieben, als Mensch natürlich. Ich habe es leider sehr schwer, weil mein Bruder mich nicht leiden kann. Deswegen, also ich habe ja einen älteren Bruder und ich habe ja auch erzählt manche Sachen über ihn. Und ja, man kann ihn zu Gott schwer bringen, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich will nur dazu sagen, er kann mich nicht ausstehen. Er hat meinen Eltern oft gesagt, dass er keine Schwester hat. Okay. Deswegen, also ich mache das schon lange nicht mehr, dass ich ihm was Böses sage. Als ich noch vor einem Jahr, da war ich auch frech zurück und alles. Aber ich will ihn jetzt auch nicht als Feind ansehen. Aber eigentlich könnte ich zu ihm fies sein, aber nur weil ich daran denke, Gott will das nicht, bin ich zu ihm trotzdem irgendwie nett, obwohl er mich eigentlich immer erniedrigt. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber was die Bibel dazu sagt, bete für ihn am besten. Das ist das Beste, was du machen kannst, ich hab für ihn zu beten. Aber leider, ich habe für ihn gebetet, aber leider, er will mich einfach nicht, als seine Schwester sehen. Also, er hat doch zu meinen Eltern gesagt, ich bin für ihn niemand und ich soll auch nicht mehr ihm ein Wort sagen. Und er hat eigentlich selber schon eine Familie. Also, er ist über 30 Jahre alt und ich bin eigentlich der letzte Kind in der Familie und er kann mich überhaupt nicht ausstehen. Er hasst mich. Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wie gesagt, was die Bibel dazu sagt, immer weiter beten.
Betet ohne Unterlass, sagt der heilige Apostel Paulus. Betet ohne Unterlass. Wie gesagt, Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht verstoßen. Und er sagt, nur der kann zu mir kommen, den der Vater im Himmel zieht. Also bete für seine Rechtleitung, kommt er zu Christus, so wird er nicht verstoßen. Wenn nicht, dann ist das so. Aber du weißt für dich hoffentlich jetzt, was die Wahrheit ist, beziehungsweise versuchst die Wahrheit anzunehmen. Ich denke mal, hast du eine Bibel oder so? Also ich muss mir noch eine holen hierhin. Ach so, ja. Die Schlachter 2000 ist eine gute Bibel, müsstest du gehört haben, ne? Nein, habe ich nicht gehört. Ich dachte, es gibt nur eine Bibel. Es gibt auch nur eine Bibel, aber das sind nur Übersetzungen. Das sind nur verschiedene Übersetzungen. Das ist ja eine Bibel mit verschiedenen Übersetzungen. Aber was die Originalbibel dann? In welcher? Die originale Bibel ist der Urtext. Ach so. Genau, wir haben doch einen Urtext für alles. Und das ist halt das Original. Und die hier auf Deutsch sind einfach verschiedene Übersetzungen. Ich gebe dir ein Beispiel. Hier, ich bin in Berlin. Und dort ist ja der Akzent anders als in Bayern. Ja. Deswegen würden dort die Wörter anders geschrieben werden als in Bayern. Das sind einfach die verschiedenen Akzente oder Schreibweisen und so weiter und so fort. Ach so. Genau. Daran liegt es halt. Ach so, ja, jetzt versteht man schon. Genau. Das ist damit gemeint. Ja. Gott segne dich, Alvaro, Bruder. Will jemand vielleicht noch hochkommen und so? Ja, jemand hatte eine Frage an mich, der kann, ich glaube, der ist das, der kann gerne hochkommen. Gottes Segen, Bruder, wie geht's euch? Gottes Segen. Gut, und dir, Bruder? Mir geht's auch gut. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ich habe gestern mit so einem Freikirchler geredet, ne? Und er meinte, dass die orthodoxe Kirche nicht biblisch ist. Er hatte das Argument mit der Babytaufe. Bruder, ja, da trennen sich die Meinungen. Guck mal, die Orthodoxen sagen, also wir sagen, das ist biblisch und die sagen, es ist unbiblisch. Ich will jetzt keinen Fitner machen, aber die Sicht der Orthodoxen ist, die können das mit der Bibel begründen und vereinbaren, das widerspricht der Bibel nicht. Die von den Freikirchlern, ja, sie sagen, es widerspricht der Bibel. Und das sind halt einfach verschiedene Auslegungen bzw. Meinungen. Wer sie besser begründen kann, das musst du dir angucken. Aber auf jeden Fall sage ich, dass diese These nicht stimmt. Die Babytaufe ist biblisch. Weil der meinte irgendwie, dass Johannes der Täufer hat ja nur Leute taufen lassen, die sich schon zum Glauben sozusagen hinzugegeben haben. Und ein Baby, der meinte so, ein Baby kann ja nicht sagen, ja okay, ich will jetzt Jesus folgen und so. Ja, aber auch im Alten Testament, die Leute können nicht sagen, nach 8 Tagen, ich lasse mich beschneiden. Sie wurden beschnitten. Ist ja genau das Gleiche. Und wir haben ja die geistige Beschneidung, das ist die Taufe. Die Babys konnten sich damals auch nicht entscheiden. Elternhaft für ihre Kinder. Achso, Dankeschön. Ja. Ich gehe jetzt auch seit neuestem in die orthodoxe Kirche und Digga, ich finde es viel besser als zum Beispiel die.